Guten Abend an alle zusammen. Guten Abend. Hallo. Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Stargast, den Dieter Hört. Der uns einen tollen Vortrag heute liefern wird oder uns das erzählen wird, warum bei ihm ein gutes Bild kein Zufall ist. Wir nehmen wie immer, die Bilder von Dieter Hört sind ja bekannt und er wird uns auch einige heute zeigen und man muss sagen, wir werden wirklich viel von ihm lernen. Am Anfang, ich habe euch jetzt mal alle stumm geschaltet und jeder, der auch reinkommt, wird stumm, damit wir schön dem Dieter lauschen können und auch was lernen können. Wenn der Dieter so mit seinem bisschen, was er uns heute natürlich erzählen kann, durch ist, dann werden wir die Mikrofone auch einschalten und dann könnt ihr auch gerne Fragen an den Dieter stellen. Wenn ihr zwischendrin Fragen habt, schreibt die gerne in den Chat rein und wir stellen die dann direkt an den Dieter. Ja, und wir freuen uns erstmal, dass ihr heute wieder so zahlreich erschienen seid. Ich probiere immer noch hier den Martin eintreten zu lassen. Aber dann sage ich, Dieter, du darfst gerne schon mal anfangen. Ja, dann starten wir mal. Schönen guten Abend an euch alle. Es sind ja tatsächlich einige gekommen. Vielleicht erstmal, ich hoffe, ihr hört mich alle gut, aber dann werdet ihr euch schon melden. Erstmal ein paar Worte zu mir. Ich bin Fujifilm X-Fotografer, wie sich das so schön nennt. Habe allerdings mit der Firma Fujifilm tatsächlich eigentlich gar nichts zu tun, sondern verwende diese Fujifilm-Kameras wirklich aus Überzeugung und aus Herz und aus Seele. Und habe mich da richtig rein verliebt, dass ihr quasi wisst, mit wem ihr es da zu tun habt. Also ich fotografiere zwischenzeitlich ausschließlich mit dem Fujifilm X-System, weil es für meine Arbeit am besten passt. Also das ist jetzt je nachdem. Die Kamera muss immer zu dem passen, was man tut. Und für meine Arbeit, ich bin hauptsächlich on location. Also ich bin eigentlich nicht der typische Studiofotograf, sondern ich gehe immer an die Locations raus und bin immer unterwegs. Und daher ist für mich so eine kleine einfache Kamera blind zu bedienen, eigentlich das Beste. Und so habe ich mich in die Dinger verliebt und so komme ich eigentlich zu dem ganzen Thema. Ich fotografiere zwischenzeitlich seit ungefähr, sind jetzt dann doch schon 12, 13 Jahre und habe mich eigentlich spezialisiert so vor circa 10 Jahren ausschließlich auf People im ganz großen Sinne. Hauptsächlich Fashion, Mode in diese Richtung. Ich mache natürlich auch Business-Fotografie, das nehme ich auch noch mit, das fällt, aber hauptsächlich sind so diese Themen. Und da arbeite ich hauptsächlich oftmals freie Themen, aber wie ihr das alle kennt, muss ja das Geld auch irgendwo herkommen. Und da sind es dann hauptsächlich Aufträge für Online-Medien oder für die ganz klassischen Printmedien. So die zwei Themen mache ich. Und ich will euch heute Abend ein bisschen erzählen, beziehungsweise bin dankenswerterweise eingeladen worden. Vielen Dank nochmal dafür. Euch ein bisschen zu erzählen, wie meine Bilder entstehen, aber jetzt gar nicht mal so aus dem reinen fotografischen Thema, sondern tatsächlich, wie die komplette Entstehungszeit passiert. Also was passiert auf dem Weg, bis dann so ein fertiges Bild dann erscheint, an den Kunden geht oder eben dann in die Verwertung geht. Und das möchte ich euch jetzt mal dann erzählen, weil das funktioniert tatsächlich bei mir relativ früh schon. Also das heißt, bevor ein fertiges Bild rauskommt, vergehen meistens tatsächlich wirklich Monate oftmals. Aber sicherlich einen größeren Zeitpunkt. Das heißt, es kommt zuerst mal mit der Ideenfindung. Ich habe euch da auch ein paar Sachen mitgebracht, wo ich es einfach mal praktisch erzählen möchte. Und zwar, das erste ist von der Kunsthochschule Graz in Verbindung mit dem Bregenzer Festspielhaus. Also da war Bregenzer Festspielhaus der Auftraggeber. Das sind, glaube ich, auch Bilder sogar, die gibt es gar nicht so im Internet, zumindest nicht so verbreitet, weil es tatsächlich Kundenbilder sind. Da natürlich vorher gefragt, ob ich sie zeigen darf. Das ist immer wichtig bei den Themen. Man sollte immer nie Kundenbilder ohne Genehmigung des Kunden zeigen. Die kann ich euch zeigen.
ich wechsle hier gerade mal über, da ging es darum, um ein Schauspiel, um eine Designerin, die Schneekönigin, ich weiß nicht, ob ich das Märchen was sagt, ich kann das tatsächlich vorher nicht, Schneekönigin, komplett neu interpretiert hat. Nicht erschrecken, ist alles ein bisschen heavy, aber das ist ja gerne mal so mit Kunst. Schaue ich mal, wie man den Bildschirm teilt. So, Lightroom. Ich hoffe, ihr seht das freigeben. Jawohl, jetzt solltet ihr mein Lightroom sehen. Und ich zeige euch hier mal das Set der Schneekönigin. Lasst die Bilder mal noch klein und erkläre euch jetzt, wie sowas entstanden ist. Da gab es insgesamt 4 Vorgespräche mit dieser Designerin, die sich da dafür verantwortlich zeigt. Die hatte auch richtig viele Preise abgeräumt. Diese Schau wurde im Bregenzer Festspielhaus vor vielen 1000 Leuten vorgeführt und zwar insgesamt 4-mal komplett ausgebucht. Also da sieht man, wie interessant eigentlich die ganze Geschichte ist. Und es ging quasi um diese Neuinterpretation der einzelnen Figuren und dann um für eine Ausstellung diese Figuren festzuhalten. Und da geht es dann tatsächlich darum, erstmal rauszufinden, was will der Kunde, was ist das Ziel, was soll hier für einen Bildeindruck entstehen und das dann eben in Absprache umsetzen. Da finden dann teilweise Force-Scribbles statt. Und hier sieht man jetzt diese, also hier kommt es jetzt quasi auf die Kleidung an. Das heißt, da geht es jetzt in die Tiefe und hier geht es dann tatsächlich darum, bei diesem Bildausdruck, wie entsteht die Kleidung und wie soll die Kleidung rüberkommen. Dann geht es weiter mit der Location-Suche. Das heißt, es war das Ziel hier tatsächlich wirklich ein ganz nüchternes Umfeld zu suchen, was dann der eigentlich relativ schwarz-weiß gehaltenen Kleidung zugutekommt. Und dann war die Entscheidung relativ schnell, dann auch mit dem zugehörigen Art Director, dass wir in Richtung Sichtbeton gehen. Das heißt, wir haben dann eine Location gesucht, wo wir eine große Sichtbetonfläche haben und verschiedene Sichtbetonstrukturen. Man sieht auch hier im Hintergrund ein bisschen, da wurde schon ein bisschen Graffiti reingemalt, das ist schon ein bisschen verwittert. Und da haben wir dann eben gemeinschaftlich die Entscheidung getroffen, haben gesagt, wir machen das da. Hinter der Produktion, nur um es mal zu zeigen, stehen tatsächlich die Künstlerin selber. Es sind 18 Models, die ausgesucht werden mussten, die wir jetzt gerade gleich alle sehen. Und das Make-up ist so aufwendig, dass quasi für jedes dieser Models, also auf eine Make-up-Artistin, kamen 2 Models. Das heißt, wir hatten insgesamt auch nicht 9, sondern 8 Make-up-Artistinnen, die das Make-up gemacht haben. Ich kann hier mal reinzoomen, das macht man normalerweise nicht in solche Bilder, aber ich kann mal reinzoomen, dass ihr seht, dass hier dieses ganze Make-up dann auch recht aufwendig ist und teilweise, ihr seht jetzt auf den nächsten Bildern, die ganzen Körper mit ins Make-up aufgenommen werden. Ich gehe jetzt hier mal durch. Hier haben wir so ein klassisches Reifkleid. Hier haben wir nochmal dieses Make-up von gerade eben. Dann haben wir hier so ein Ballettkleid. Hier sieht man auch richtig schön, wie extrem aufwendig hier das Make-up gemacht ist. Hauptsächlich alles im Airbrush-Verfahren. Dann noch von Hand nachgearbeitet, was auch immer. Also von dieser Künstlerin sind diese Aufsätze auch immer sehr bekannt. Die hat sie auch in vielen anderen ihren Kollektionen. Ich gehe mal hier ein bisschen auf die Haare, wie aufwendig hier allein das Haar ist. Also allein diese Frisur zu basteln, sage ich jetzt mal, war eine Arbeit von 2 Stunden. Genau, hier haben wir nochmal ein bisschen die Frisur, ein bisschen näher, was wir darin haben. Dann hier sieht man auch richtig die feinen Strukturen, wo es hier reingeht. Also selbst wenn natürlich dieses Bild niemals in so einer Auflösung irgendwo erscheinen wird, wurde dann tatsächlich hier komplett auch ins Detail gearbeitet. Die Kleidungsstücke, die sind alle handgemacht. Also so ein Aufwand, da stecken teilweise Monate Arbeit, bis das dann ausgeschnitten ist und so zusammengebaut ist. Das könnt ihr euch vorstellen. Das sind alles Unikate. Genau, dann ist es hier eher wieder in die Richtung teilweise mit Latex gearbeitet, also mit den verschiedensten Materialien, mit Echtfedern und hier immer die Frisuren. Die ganzen Bilder, die gibt es vorher auf Scribbles. Das heißt, da habe ich da mit dem Kunden zusammen Scribbles gemacht.
ohne dass ich da jetzt natürlich kannte, was kommt. Da kam dann vom Designer bloß ungefähr, wie es so ungefähr aussehen wird. Und da geht es natürlich darum, diese Scribbles von vornherein bereitzustellen. Dann hier, da geht es darum, in der Story taucht auch jemand von der Schneekönigin auf mit einem quasi doppelten Gesicht, der sich dann oder die sich da so verhält und sich hinter einer falschen Fassade versteckt. Das soll jetzt dann zum Beispiel hier diese Geschichte darstellen. Also da gibt es dann quasi immer eine Story dazu. Und hier haben wir dann die Schneekönigin selber, quasi die Böse in Anführungszeichen, wo hier dann in der Arbeit selber tatsächlich echtes Eis steckt. Also das kommt dann noch dazu, dass dann die Kleidungsstücke teilweise nur 30 Minuten halten, dann sind die einfach weg. So, dann geht es jetzt hier wieder um Schizophrenie, um die ganze Geschichte. Also das heißt, das ist jetzt tatsächlich eine Produktion, die sehr aufwendig ist, die auch sehr viel Vorarbeit erfordert und die eben nicht wiederholbar ist, weil nach quasi also es musste vor der Show passieren, dann haben die vier Shows in der Bregenzer Festspielhallen stattgefunden und dann war es quasi rum. Also da war quasi das in Anführungszeichen Stressige, dass hier keine Nacharbeit notwendig möglich war. Also das heißt, da hat man keinen zweiten Shoot zu machen. So, dann möchte ich euch noch eine Story zeigen. Ganz kurz. Bitte? Ganz kurz, Dieter. Die Frage war vom Lutz Günther. Wie hast du die Lichtsetzung bei den Aufnahmen jetzt gemacht? War die immer gleich? Nein, also die Lichtsetzung ist tatsächlich so angepasst. Also ich kann das auch sagen. Das heißt, ich arbeite hier grundsätzlich mit einer einblendigen Überbelichtung, wo sieht man es denn recht schön, um quasi dieses Weiß noch ein bisschen mehr rauszuarbeiten. Wie ihr alle wisst, wenn wir das einigermaßen richtig belichten, dann gibt es eigentlich selten, dass wirklich ein weißes Weiß vorhanden ist. Das heißt, ich arbeite hier grundsätzlich so mit einer Blende Überbelichtung, um auch wirklich dieses Weiß sehr weiß werden zu lassen. Dann ist die Beleuchtung ein Beauty Dish von vorne mit ca. 80 cm Durchmessern mit einer Wabe, um das Licht einzufangen und vor allem, dass das Licht nicht auf dem Hintergrund rumstreut. Der Hintergrund wird belichtet ausschließlich mit dem Beauty Dish von vorne, um da auch eine Struktur ins Bild reinzubringen und um auch solche Bilder möglich zu machen, die dann ein bisschen weniger Helligkeitpotenzial haben oder wo es dann mehr um die Dateien geht. Also man sieht es hier, um die Details geht. Man sieht hier richtig schön diesen Beauty-Dish in den Eyes, in den Augen. Weiß nicht, ob das bei euch überhaupt rüberkommt über Zoom, da wird wahrscheinlich einiges an Qualität leiden. Aber wir sehen sehr gut. Im Auge. Ist die Frage soweit beantwortet? Ja. Genau, also easy Beauty-Dish, that's it. Wabe ganz wichtig. Das ist bei meinen Bildern immer sehr wichtig. Ich fotografiere in der Regel immer sehr kontrastreich. Deswegen bucht man mich auch. Also mich würde jetzt wahrscheinlich niemand buchen, der jetzt pastellene Bilder haben möchte. Das kann ich schon auch machen, aber das wäre jetzt nicht mein persönlicher Stil. Das heißt, ich arbeite immer sehr kontrastreich und da gehört in der Regel immer eine Wabe dazu, zu dem Künstler, also wenn ich mit künstlichem Licht arbeite. Okay. Entschuldigung, ja? Ja, ich habe noch eine Frage, das Shooting, wie lange hat das jetzt ungefähr gedauert? Das Shooting geht bei mir dann tatsächlich erschreckend schnell. Also das ist dann durch die Vorbereitung, also wie gesagt, wenn es um so Aufträge geht, geht es tatsächlich schnell. Ich würde mal sagen, das komplette Shooting mit allem drum und dran, mit Vorbereitung, da ist dann eher, also das reine Shooting ist die Zeit eher, dass dann ich auch Wartezeit habe, weil es halt so viele unterschiedliche Modelle gibt und die natürlich auf den Punkt geschminkt werden, also die beim Make-up oder Hair-Artist sind und auf den Punkt gehen. Und wie wir alle das wissen, das kennt ihr alle bestimmt auch, dann ist da auch mal jemand Overtime und dann kann ich die zweite noch nicht reinnehmen und die erste schon ist fertig und dann sitze ich da natürlich auch eine halbe Stunde rum. Aber ich würde mal sagen, die komplette Produktion 4 Stunden, also länger nicht. Ja, und wie viel war die Vorbereitung? Wenn man da vorbereitet ist, also wenn ich mit
mit, je nachdem, mit wem ich shoot, das heißt mit professionellen Modellen ist das immer sehr schnell passiert. Wenn ich mit semi-professionellen Modellen arbeite, was sich auch manchmal einfach ergibt, dann brauche ich für Shooting länger, aber nicht wegen mir. Ich habe dann meistens das Bild schon oder mache von vornherein gar nicht das Bild, wenn das Modell noch nicht in Anführungszeichen warm ist. Dann mache ich noch gar nicht das Bild, das ich haben will, das ich im Kopf habe oder das ich mir, auf das ich mich vorbereitet habe und fotografiere einfach rum. Früher hätte ich gesagt, ich hätte gar keinen Film eingelegt. Heute ist natürlich mit Digitalkameras anders. Allein deswegen, um das Modell nicht zu verunsichern, weil wenn die Professionalität noch nicht da ist, dann stellen sich die Modelle ja darunter was vor. Die kommen ja mit einer Erwartungshaltung. Und wenn man nach 2 Minuten fertig ist, dann sind die irritiert. Obwohl das eigentliche Shooting tatsächlich 2 Minuten gehen wird. Dann sind die Bilder drin und dann ist eigentlich rum. Also ich mache dann tatsächlich eher zu Ehren des Modells, dann ziehe ich das Shooting auf 20, 30 Minuten raus. Nicht, weil es nötig wäre, sondern tatsächlich, dass ich da keine Verunsicherung mache. Weil das ist natürlich das Tödlichste, was man machen kann. Wenn ich die jemals wieder nehmen würde und die ist verunsichert und kommt das nächste Mal, dann habe ich ganz arg Schwierigkeiten, das aus dem Modell wieder rauszubringen, weil das natürlich im Hinterkopf hängt. Und das Tödlichste ist Verunsicherung zu betreiben. Das darf auf gar keinen Fall sein. Also das Wichtigste am Set ist immer eine gute Stimmung. Je schneller ist das Shooting rum, je besser werden die Ergebnisse, weil das Modell gehört ja schließlich dazu. Gut. Jawohl. Okay. Okay. Gut, nächstes Set, was ich euch zeigen wollte, das war auch ein bisschen eine größere Produktion. Ich zeige nachher auch noch eine kleine. Da ging es wieder um Klamotte. Also um Designer. Also hier, die heißt übrigens Susanne Wehinger und ist zwischenzeitlich Professorin an der Kunsthochschule. Damals war sie noch Doktorandin, jetzt zwischenzeitlich ist sie da Professorin und lehrt quasi diese Kunst mit Stoff. Sehr interessante Person, ist sehr, sehr cool. Macht Spaß, mit ihr zu arbeiten. Genau, das nächste Shooting, um das es geht, geht quasi um ein Modelabel, Herzblut, nennt sich das Modelabel aus Innsbruck. War zu dem Zeitpunkt, hat er sehr, sehr, sehr teuer, also der Designer sehr teure Kleider gemacht, ist zwischenzeitlich, ich sag's mal, ein bisschen mehr im sich leistbaren Mainstream angekommen. Also man kann da zwischenzeitlich auch Kleider kaufen, die nur 1.000 Euro kosten, zu dem Shooting-Zeitpunkt noch vor 2 oder 3 Jahren, wann das war, waren die noch deutlich teurer. Hier ging es auch um die Location. Hier habe ich jetzt einen ganzen Blumenstrauß an Bilder dabei. Die zeige ich euch jetzt natürlich nicht alle. Vielleicht die ein bisschen das Drumherum zeigen. Das ist auch sehr Haute Couture. Da ging es darum, ein bisschen einen Mix zu machen mit bekannteren Modellen, weil er wollte da auch noch ein bisschen mitziehen über die Modellqualität. Das heißt, da sind wir jetzt eher im professionellen Bereich. Das sind ein Agenturmodel aus Moskau dabei, dann ist zwei Modelle aus damals recht gehypt, Germany's Next Topmodel aus der Staffel. Und der Rest Modelmaterial ist quasi, wie ich vorher erzählt habe, so aufgefüllt mit semi-professionellen Modeln. Also dass da ein bisschen ein Mix drin ist, das gilt es natürlich auch immer durchzusprechen, dass das alles durchpasst. Von der Modelstruktur her, um da auch auf die Wünsche des Designers einzugehen. Was hier auch sehr aufwendig ist, also von der Produktion waren es, um es mal aufzuzählen, 2 Make-up-Artisten, ein Hair, ein sehr bekannter Hair-Artist, das sieht man jetzt auch ein bisschen an den Haaren. Die Haare sind sehr aufwendig. Und als Location haben wir uns dann da entschieden für das Schloss Münchhausen. Das ist quasi so ein Sternehotel bei Hameln, wenn euch das was sagt. Und zeigt es jetzt hier einfach mal so. Das heißt, hier ging es immer ein bisschen darum, dieses Mystische des Schlosses mit reinzunehmen. Es hat alles das meiste in dem Bereich dunkel gehalten. Und also der Designer ist auch sehr dunkel, auch vom Typ her. Das geht es natürlich dann auch mit einzufangen und sich überlegen. Also der Designer macht sehr, sehr, sehr. Also seine Hauptfarbe ist, glaube ich, schwarz.
Ganz selten weiß, also ein weißes Kleid war dabei, alle anderen sind, glaube ich, wirklich fast ausschließlich schwarz. Ich muss jetzt selber nochmal schauen. Ich glaube tatsächlich wirklich schwarz. Also er ist eher auf diesem Trip unterwegs und es würden zu ihm überhaupt gar keine Bilder passen, die jetzt hell sind oder Freude ausstrahlen. Jetzt geht es hier einfach durch. Also hier ist quasi immer auch das Wichtige, die Klamotte quasi. Und man sieht auch hier die Haare sehr aufwendig. Ich zeige euch nachher eine Frisur. Da hat das, genau sie, ist auch German's Next Topmodel. Da haben wir, glaube ich, über 170 Haarklammern rausgezogen aus den Haaren. Also das war auch richtig Gewicht, diese Frisur. Das ist also nichts unterfüttert, das ist komplett alles mit Echthaar aufgefüttert. Man sieht auch hier, dass die Klamotte sehr schwarz, sehr, sehr fein und sehr viele Strukturen drin hat. Das heißt, hier ging es natürlich auch darum, von der Lichtsetzung her, eine Lichtsetzung beizubehalten, wo die Kleidungsstruktur erhalten bleibt. Also ich gehe hier mal rein. Da sieht man also, er arbeitet hier sehr mit sehr, sehr, sehr feinen Strukturen in der Kleidung. Und da war es natürlich das Wichtige, dass die hier durchgehend überall erhalten bleibt. Und das Wichtige natürlich, dass keinesfalls in der Post-Production oder halt in der Verwertung dann Moyer entstehen darf. Also die Kleidung ist natürlich tödlich für Moyer und da müssen wir schon in der Belichtung eigentlich darauf achten, weil man spart sich dann ganz viel Stress hinterher. Genau, hier sieht man ein bisschen diese düstere Schlossumgebung. Tatsächlich auch extra einen Zeitpunkt ausgesucht, wo wir mit viel schlechtem Wetter rechnen konnten. Meistens ist es ja andersrum. In dem Fall ging es tatsächlich darum, hoffentlich haben wir schlechtes Wetter, dass wir hier ein bisschen diese völlig düstere Struktur drin haben. Hier sieht man es auch, hier der Unterbau, alles ganz extrem detailliert. Was der Herr Spazierer da macht aus Innsbruck. Genau, blätter ich euch einfach ein paar durch. Dann hier sieht man wieder diese extrem aufwendigen Frisuren und eben diese immer etwas dunkel gehaltene, auch hier wieder, also die Frisuren, also die fand ich tatsächlich der Hammer, das ist schon, aber man muss dazu sagen, das hat der Herr Rocker, nennt er sich selber, Pierre Heinemann gemacht. Die Mädels waren alle den Tränen nahe, also der hat an diesen Köpfen rumgerissen, das war kein schönes Schauspiel. Ich glaube, die haben auch die Hälfte ihres eigenen Haars verloren. Also ganz krass. Aber da kommt dann immer der Spruch mit diesem, wer schön sein will. Genau hier. Und heben immer wieder diese feinen Strukturen drin, obwohl das natürlich alles unterschiedliche Kleidung sind. Auch nochmal so ein Bild. Genau, hier ging das Shooting natürlich tatsächlich ein bisschen länger, weil wir auch verschiedene Tageszeitungen, verschiedene Stimmungen einfangen wollten, wie hier uns dann natürlich wichtig sind, dass wir Tageslicht noch beeinflusst hatten. Und der Hintergrund ist eben dieses Schloss, was auch ein Sternehotel und ein Sternelokal ist. Hier also alles ganz aufwendig. Es war noch in der Kooperation mit Zeiss. Das heißt, die hat Zeiss die Objektive gestellt und war quasi Zweitverwerter. Und da ist vielleicht interessant für euch, ich weiß jetzt nicht, wie ihr, können wir nachher noch drüber, wenn die Mikros freigeschalten sind, was ich euch da noch mitgeben möchte, wer das noch nicht kennt. Es macht natürlich immer Sinn, eine Mehrfachverwertung von seinen Arbeiten zu machen. Und hier war es sich relativ schön ergeben, weil es quasi der eigentliche Hauptauftrag des Fashion-Shootings war. Und dann natürlich noch mit Kooperationspartnern, die jetzt hier mit der Firma Zeiss zusammen gearbeitet werden konnten. Das heißt, die haben damals ihre drei Objektive gestellt. Und dann ging es zum Beispiel auch darum, dass man auch mit dem, ich weiß jetzt gar nicht, was das ist, ich glaube ein 12 mm, ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Ich gucke gerade mal kurz. Ja genau, das 12 mm Toroid, dass man da auch Porträtaufnahmen machen kann. Da sagt immer jeder, da braucht man mindestens mal eine längere Brennweite. Also dieses Bild ist mit 12 mm entstanden. Genau, und dazu noch als weitere Zweitverwertung, bloß um euch zu zeigen, was man da machen kann. Es gab dann hier quasi noch eine komplette Strecke. Da ging es um diese Körbe. Das sind so Picknickkörbe, wo dann so Sekt mit ausgeliefert wird. Und ich war bis dahin, kannte ich noch gar nicht. Hat sich auch ein bisschen durch Zufall ergeben.
mir war bis dahin noch nicht klar, dass es Picknickkörbe gibt für 20.000 Euro. Also dieser Picknickkorb hier von Meunier, jetzt lass mich nicht lügen, kann auch ein bisschen anders gewesen sein, ich habe es gar nicht mehr so gut im Kopf, aber ich glaube, der lag so bei 4.000 Euro und den man hier hinten sieht, diesen Korb hier, der liegt, glaube ich, so bei 18.000 Euro oder irgendwas. Das vertreibt ein Bootshersteller, das heißt, da war der Auftraggeber ein Bootshersteller, der an der Nordsee angesiedelt ist und der vertreibt quasi diese Edelpicknickkörbe. Und da ging es dann quasi darum, das ein bisschen in Szene zu setzen. Das heißt, es ist auch eine Zweitverwertung, die mit dem eigentlichen Auftrag gar nichts zu tun hat. Und dann zeige ich euch noch eine dritte Verwertung. Und zwar einfach Foodfotografie. Jetzt bin ich natürlich wahrscheinlich der weltschlechteste Foodfotograf, aber für das Hotel, für quasi Eigenwerbungsprospekte, habe ich das dann noch für dieses Hotel gemacht. Da ist der Achim Schwekendiek der Koch und der Achim Schwekendiek, ich glaube, 2 Sterne und jede Menge Hauben. Für den habe ich dann quasi noch die Food fotografiert, wobei man natürlich sagen muss, ich bin kein super Food-Fotograf, also ich finde mich da eher, das können, glaube ich, alle anderen besser als ich, aber eben, um das noch mitzunehmen und für so einen Hotelprospekt hat es dann schon gepasst. Da zeige ich euch das ganz kurz, also es war sehr lecker. Und das Geilste dran war, ich durfte hinterher alles essen. Und ihr habt mich ja vorher gesehen im Bild, ich esse gern und viel. Und das musste der ja teilweise 3-4 Mal machen, weil das ist so präzise, dieses Essen, wie man es an diesem Schaum sieht. Wenn der das gemacht hat, dann muss das Essen über den Pass raus zum Gast und die haben dann teilweise 10, 15, 20 Sekunden Zeit, um das dem Gast so hinzustellen. Und wenn das nicht mehr so aussieht, weil das ein bisschen irgendwie whatever, der Schaum sich aufgelöst hat, dann wirft er das wirklich weg. Also das ist so eine Präzision hätte ich nicht erwartet. Das war mein erster Bereich in diesem Food-Bereich und ich hätte nicht erwartet, dass der so präzise ist. Das ist tatsächlich wirklich neben so einem 10-Sterne-Essensgang entstanden. Das heißt, er hat tatsächlich für Gäste gekocht. Und wenn das quasi den Gästen rausging, dann habe ich immer noch einen Teller bekommen. Oder 2 oder 3. Oder wenn man das jetzt hier sieht, diese Perlen hier, das sind tatsächlich aufgeschäumte, das tupft der da drauf. Und wenn das 30, 40, 50 Sekunden steht, dann verläuft das quasi. Und dann wirft das weg. Also das ist völlig, völlig begeistert war ich da. Man das hier quasi sieht. Also das ist schon sehr, sehr, sehr im Detail. Und nebenher für das Prospekt, das zeige ich euch auch noch kurz, ging es quasi darum, hier noch ein bisschen in der Küche die Stimmung und die Szenen einzusammeln, um da quasi dann noch ein bisschen Material zu generieren. Für das Hausprospekt. So ist es entstanden, da war der Wunsch schwarz-weiß, das heißt, da ist dann noch eine Schwarz-Weiß-Tonung drüber. Habt ihr Fragen dazu? Ja, ich kann euch. Ja, genau. Also, wo es dann so ein Team aussieht. Oh, da sieht man mich dann beim Fotografieren. Und das sieht man richtig schön. Also, es war quasi für diese Produktion das Team. Ja, bitte. Genau. Also, Dieter, wir haben jetzt schon mal erstmal marketingtechnisch ja wahnsinnig viel gelernt. Das heißt, dass man Säge, um Geld zu verdienen, anscheinend auch mehrfach verkaufen muss. Ja, und das sieht man hier in dem Beispiel super. Also du gehst nicht nur dahin und fotografierst Mode, sondern du verkaufst gleich noch deine Fotografien für den Hotelprospekt und für den Hotelier. Ja. Also muss ich so sagen, Respekt habe ich so noch nie mitgekriegt. Ja. Und natürlich an deine sonstigen Sponsoren wie Fujifilm und Zeiss. Aber dass man da gleich noch das Hotel mit fotografiert, super. Finde ich gigantisch. Was mich technisch wahnsinnig interessiert, du hast gesagt, gerade bei den schwarzen Sachen und wenn so viel Glanz mit drin ist, hast du ja auch Probleme mit Moiré. Und dass du mit der Belichtung da was machst. Genau das wollte ich auch fragen. Ja. Das hat mich auch interessiert, ja. Das liegt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge. Mhm. Was machst du da anders bei der Belichtung? Da setze ich grundsätzlich das Lichtsetup so ein, wie es ich haben möchte. Also baue es quasi ganz konventionell auf und setze zusätzlich noch
ungefähr 1,5 Blendenstufen mit weniger Licht einen Ringblitz ein. Nicht missverstehen, nicht Ringlicht, sondern Ringblitz. Und da vermeide ich quasi das Moyer. Natürlich nur bei denen, in Anführungszeichen, bei denen Klamotten, wo es super wichtig ist. Genau, ja. Weil da darf man natürlich nie vergessen, da ist das Model eigentlich tatsächlich Beiwerk. Das interessiert natürlich den Künstler in dem Moment gar nicht, den Designer. Wenn man ihn jetzt persönlich fragt, ist natürlich für ihn das Wichtigste, dass seine Klamotte passt. Aber natürlich, das Model muss natürlich auch dazu passen, klar. Und den Ringblitz aus Richtung der Kamera oder seitlich? Aus Richtung der Kamera. Okay. Also ich kann den gerade mal ganz kurz, ich habe ihn zufälligerweise, weil gerade noch Kunden da waren, also wir hatten noch einen Schritt gefahren. Schon ist er weg. Jetzt war mir jetzt aber auch komplett neu. Also. Ja, war mir auch neu. Und ich sag mal, und allgemein alle Fujifilm-Kameras hatten ja auch noch nie einen Tiefpassfilter. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Ja. Also ein ganz klassischer Ringblitz, wo dann die Kamera quasi von hinten reinkommt, um die Kamera rum. Da lässt sich dann ganz gut das vermeiden. Genau. Kennt man meistens vom Zahnarzt. Das Wichtige ist tatsächlich, dass er so ungefähr eine Blende oder ein bisschen mehr von der Belichtung drunter ist, dass er nicht bildgebend wird. Sonst gibt es diese typischen Ringblitzbilder, die sehr Paparazzi-mäßig aussehen. Natürlich auch ein Stil, aber das soll ja mein normales Lichtsetup nicht beeindrucken oder beeinflussen, ist das bessere Wort. Und wenn ich so anderthalb Blendenstufen mit dem Licht runter bin, dann ist das gegeben. Das heißt, es ist dann nicht mehr bildwirkend, das Licht. Also man sieht es nicht mehr. Und es gibt nicht diesen extremen überbelichteten Paparazzi-Effekt, was normalerweise so ein Ringblitz bringt. Genau. Schwierig ist natürlich bei dem Ringblitz, durch das, dass der ja mit der gleichen Leistung arbeitet, ist natürlich ein Schritt weiter vorgehen nach Regeln. Also die Arbeit mit dem Ringblitz selber ist sehr, sehr, sehr lästig. Sehr. Weil natürlich die Entfernung immer sofort die Lichtleistung beeinflusst. Also da ist manchmal cool, das ist zwar in den meisten Produktionen leider nicht drin, aber wenn man den Ringblitz einsetzt, wenn man einen Assistent hat, der den nebenher regelt, dann kann man mehr freier durch die Gegend laufen. Kommt aber eher selten vor. Und der Ringblitz wird immer bei dir manuell geregelt, also dadurch musst du immer nachregeln. Ja. Was mich bei dir noch interessieren würde, also ich fotografiere jetzt nicht so viele Personen, wonach unterscheidest du, wie du die Person anschneidest, welchen Ausschnitt du wählst? Manchmal hat man sie ja komplett drauf, oben und unten noch Platz. Manchmal hat man sie angeschnitten, dass es ab dem Schienbein losgeht, ab der Schulter. Gibt es bei dir da irgendwo so motivabhängig. Das mache ich tatsächlich motivabhängig. Ja. Okay. Also es ist natürlich auch immer, also das Ziel ist natürlich auch sehr groß. Also wenn ein Bild auf ein Printmedium kommt, dann geht das natürlich, wo noch Typo ist, dann geht es in der Regel, ist sowas schwierig. Weil ich hier natürlich mit dem Gesicht zu weit oben bin, das heißt, ich kann dann nur Typo links und rechts machen. Und das geht natürlich schief. Also wenn ich das Ziel kenne, dann lasse ich mir in der Regel die Typo noch geben, also wie das aussehen soll, und mache mir dann tatsächlich ein Overlay. Wenn ich dann Tethered shoote und nehme dieses Overlay mit rein, zweitens, ob ihr versteht, was ich meine. Also ich mache dann quasi dieses Printmedium, so wie es erscheinen soll, mache ich schon mal vor und schreibe halt so einen Lorem Ipsum Text irgendwie drauf und shoote dann Tethered und nehme diese Typo immer als Overlay mit aufs Bild. Das heißt, ich sehe auf jedem Bild, wo steht ungefähr der Text und kann dieses Bild überhaupt funktionieren. Oder brauche ich zum Beispiel noch mehr Fleisch drumherum? Also so ein, was ja zum Beispiel ganz oft ist, je nachdem, welche Seite zum Beispiel, auf welcher Seite es erscheinen soll, dann ist schon wichtig, habe ich jetzt zum Beispiel, hier habe ich jetzt das Fleisch auf der rechten Seite. Das heißt, ich kann auf der rechten Seite viel Typo unterbringen. Das ging jetzt mit dem natürlich überhaupt nicht. Das heißt, hier habe ich nur auf der linken Seite für Typo Platz und auf der rechten würde es gehen, wenn ich natürlich jetzt hier die Typo habe, dann ist die nächste Frage, ist die Blickrichtung. Also will ich eine Nähe erzeugen mit dem Blitz, mit dem Blick, dann müsste das Model jetzt genau in die andere Richtung gucken, also Richtung Text.
oder ist kontraproduktiv, weil ich es dann zu kompakt und zu gestaffelt mache. Das heißt, wenn ich jetzt hier Text habe, der nicht wichtig ist, ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke, dann wäre die Blickrichtung richtig. Wenn ich jetzt hier Text habe, wo es mehr auf den Text ankommt als auf das Bild, dann wäre die Blickrichtung falsch, weil es zieht mich vom Text weg. Aber wie gesagt, das laufe ich dann meistens in den Vorgesprächen mit den Art-Designern oder dann mit dem Kunden. Je nach der Professionalität natürlich auch vom Kunden. Teilweise muss man es dem Kunden erstmal sagen. Es gibt natürlich auch viele Kunden, die sich da noch nie einen Gedanken drüber gemacht haben und sich dann erst im Moment der Vorbesprechung anfangen, Gedanken quasi zu machen, was sie dann damit machen wollen. Oder ich kann es natürlich völlig neutral machen, indem ich einfach sage, das Model guckt nach vorne. Das heißt, das habe ich hier quasi keine Beeinflussung auf den Text, falls da Text erscheinen soll. Ja, vielen Dank. War interessant. Okay, ich schaue gerade noch mal kurz durch. Ist alles gut? Ja. Haben wir das Thema durch? Dann, was noch ganz wichtig ist, was für mich ganz wichtig ist, vielleicht ist das auch so, ich bin ja keine 16 mehr. Für mich ist ganz wichtig, ich brauche zwischenzeitlich, ich habe es tatsächlich früher nicht gebraucht, zwischenzeitlich brauche ich eine Liste mit dem Gear, mit dem Material, was ich mitnehme. Sonst vergesse ich einfach Kleinigkeiten im Eifer des Gefechts. Das heißt, ich brauche tatsächlich eine Packliste. Das hat sich mir sehr erleichtert, dass ich für verschiedene Shoots Packlisten habe. Das heißt, was für Material muss mit? Und das erleichtert mir die Arbeit so enorm und ich habe mir schon überlegt, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Also es hat schon erspart einfach Stress, wenn man beim Kunden ist und dann auf einmal merkt, man braucht noch ein USB-C auf USB-A-Adapter oder whatever. So diese Kleinigkeiten, die dann einfach irgendwo liegen bleiben. Und für mich ganz wichtig, was ich so gelernt habe, eine absolute Reduzierung des Materials. Das bringt mich sehr viel weiter. Das heißt, ich überlege mir immer vorher, was ich mache und reduziere mein Material, mein Arbeitsmaterial genau auf das, was ich brauche. Ich nehme auch tatsächlich einfach nicht mehr mit on location. Das war bei mir früher tatsächlich anders. Also das habe ich mich so vor 5, 6 Jahren, 4 Jahren umgestellt, sehr radikal. Ich war früher immer der alle Objektive dabei hatte, alle Blitzanlagen, alle Kameras, und also immer schier mit einem Reisebus losgezogen bin. Und zwischenzeitlich arbeite ich nur noch so, dass ich mir also sehr, sehr gut vorher überlege, was mache ich, und nehme dann exakt dieses Material mit. Also das ist einfach ein Tipp von mir. Also seitdem, das hat bei mir die Arbeit radikal verändert. Meinst du jetzt auch, deine Arbeit ist dadurch besser geworden? Unbedingt, weil es zwingt mich, mir noch mehr, also die komplette Arbeit muss vorher durchdacht sein. Ich nehme ja nur das Material mit, oder ich habe früher nur das viele Material mitgenommen, weil ich mir nicht bis ins Detail die Gedanken vorgemacht habe und mir dann überlegt habe, naja, dieses Objektiv könnte ich vielleicht noch brauchen, weil du weißt ja nicht, was kommt. Aber seit ich quasi weiß, was kommt, und sehr exakt weiß, was kommt, kann mir das gar nicht mehr passieren. Also der Einzige, wo ich noch ein bisschen mehr mitnehme, das ist, wenn ich Workshops gebe, wenn ich mir denke, da will vielleicht ein Teilnehmer noch irgendwas ausprobieren. Also dann kommt es natürlich schon vor, dass ich dann halt 5 verschiedene Lichtformen mitnehme, wobei ich einen brauche für das Set, das wir bauen werden, und einen zweiten für ein anderes Set, das wir bauen werden. Aber ich brauche nicht 5, aber da nehme ich dann schon 5 mit. Aber da geht es ja dann um, das sind ja dann andere Themen. Aber auf richtige Produktionen, auf Beauftragte wie auch auf freie, ist also manchmal erschreckend. Ich habe das manchmal tatsächlich auf Vorträgen oder auf Workshops, dass mir das die Teilnehmer manchmal nicht glauben, dass ich tatsächlich wirklich so auf Produktionen fahre. Also ich fahre dann mit meiner X-T4 los und mit 2 Objektiven und habe dann noch eine Backup-Kamera dabei, die ich noch nie gebraucht habe. Aber das war's dann. Und das ist dann das, was ich dabei habe. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich sage auch immer nur 2 Objektive. Ja, und vielleicht auch ein bisschen ein Tipp dazu, gerade wenn man solche Sachen macht, was dann auch erscheinen soll. Also jetzt zum Beispiel so diese Bilder, da sieht man es recht schön. Bei diesen hier, das war alles immer dasselbe Ziel.
Da ist für mich ganz wichtig, dass ich kein Zoom-Objektiv habe. Und zwar nicht, weil Zoom-Objektive schlecht sind, Zoom-Objektive sind super. Das ist was ganz Persönliches von mir. Ich kann mit Zoom-Objektiven nicht gut umgehen, weil ich so eine faule Socke bin, dass ich die dann benutze. Es ist immer ganz wichtig bei so Produktionen, wo nicht nur ein Bild entsteht, sondern wo mehrere Bilder entstehen, dass man sich auf wenige Brennweiten, auf maximal zwei, festlegt. Und zwar ist das ein bisschen, hat das mit dem zu tun, wie Menschen sehen. Und die müssen sich immer jedes Mal in diese 2D-Bilder reindenken. Und wenn ständig andere Perspektiven, also Brennweitenperspektiven kommen, dann tun sich die Leute relativ schwer damit. Und das kann man dann tatsächlich lösen, indem man immer dieselbe Brennweite verwendet. Und da kann man immer so ein bisschen so einen professionellen Touch mit reinbringen. Das ist auch ganz oft so, wenn man so Portfolio-Schauen macht und dann von Fotografen, die da noch nicht so gut informiert sind, drin die Bilder ansieht, dann ist jedes einzelne Bild für sich sehr gut. Wirklich sehr gut. Perfekt ist immer so ein absolutes Wort, aber wirklich sehr, sehr, sehr gut. Die Bilder sind sehr, sehr, sehr gut. Es gibt an den Bildern überhaupt nichts auszusetzen. Die sind eigentlich richtig gut gemacht. Und sobald man die ganze Serie anguckt, sieht schlagartig aus wie Familienfotografie, so Hobby-Familien-Party-Fotografie. Wenn man sich dann die Brennweiten anschaut, dann ist meistens ein Zoom-Objektiv im Spiel und auf jedem Bild eine andere Brennweite. 34 mm, 35, 42, 55, also jedes Bild eine andere Brennweite. Und das ist dann tatsächlich das, was wo die, so eine Strecke sehr schnell nicht mehr professionell wirken lässt. Also drum ist mein Ding auch, drum habe ich eigentlich nur Festbrennweiten. Nicht missverstehen, nur um es nochmal klarzustellen. Ich finde Zoom-Objektive super, nur für mich persönlich. Ich bin einfach eine zu faule Socke. Ich fange dann an Zoom zu drehen. Und das schränke ich mich quasi selber ein. Genau. Heikle Frage noch, aber es hört ja keiner von deinen Sponsoren heute zu. Wie zufrieden warst du mit den Zeissen-Objektiven im Vergleich zu den Fuji-Objektiven? Tatsächlich gar nichts. Also ganz im Ernst sogar, ich kann, also es ist ja natürlich so, dass ich natürlich weiß, wer die Zeiss-Objektive baut. Von dem her ist natürlich schwierig für mich, da überhaupt einen Unterschied zu sehen. Aber die Zeiss-Objektive, ich habe sie nicht mehr, aber ich kann dir tatsächlich nicht sagen, ob gut oder schlecht. Also wirklich, das wär anmaßend. Also für mich sind eh alle Objektive zu gut. Mein Hauptproblem ist ja, dass die Objektive eh alle heutzutage von Fujifilm, egal welches man da nimmt, so eine enorme Perfektion und Schärfe haben, dass ich da eh sehr zufrieden damit bin. Und tatsächlich ganz oft auch noch einen Tiffen Mistfilter davor habe und quasi die Qualität der Objektive kaputt mache, indem ich quasi einen Filter davor habe, der mir die Schärfe und die Kontraste abändert oder die Schärfe rausnimmt. Aber ich kann es dir, also ich habe da für die Zeiss-Objektive, habe ich da gar kein Gefühl. Ich kann nur sagen, dass bis jetzt das Zeiss, dieses 12er Tui, das einzige ist, das mir jemals kaputt gegangen ist. Aber das kann natürlich auch ein Montagsobjektiv gewesen sein. Aber ich kann es nicht bewerten. Ja, nicht seriös, also. Genau, aber es ist nicht so, dass du gleich sagst, das sind zwei Qualitätsstufen über den Fujifilm. Nein, null. Die reihen sich da ganz normal mit ein. Völlig, völlig, völlig. Also ja. Wie gesagt, ich arbeite tatsächlich mit dem 18 F2 von Fujifilm, entstehen sehr viele Bilder. Das ist ja ein ganz, ganz easy, einfaches Objektiv. Und ich mache ganz viel mit dem 35 1,4. Und dann noch ein bisschen das 56er und das 90er mag ich auch sehr für diese ganz klassischen Porträts, wenn die gewünscht sind. Also wenn es ein bisschen einen älteren Bildlook, wie man früher Porträts gemacht hat, also eher mit so längeren Brennweiten, das war jetzt nicht werbend, sondern das ist halt einfach ein eigener Bildlook. Also viele Fotografen, die ich sehr mag, arbeiten so, halt wie früher in Kleinbildformat, diese klassischen 135 mm. Und da mag ich das 90er F2 natürlich auch sehr schön für die Arbeiten, weil es halt auch schön freistellt. Aber mit der Qualität von diesen Fuji-Objektiven bin ich mit allen
Festbrennweiten, die ich kenne, wie gesagt, das kenne ich nicht so, mehr als überglücklich. Also ich wüsste jetzt keins, wo ich jetzt irgendeine Schwäche feststellen würde. Gut, vielen Dank. Dann darfst du gern weitermachen. Jo, zeige ich euch eine andere Produktion. Das war kurz vor Corona. Und zwar ging es da um ein Charity-Event. Da wurde ich mit zwei befreundeten Fotografen von mir, mit dem Jens Burger und mit dem Peter Hawk, gebeten, ob wir für diesen Charity-Event ein Set bauen können. Also bei diesem Event gab es 4 Sets. Und weil wir alle ein bisschen gern freaky sind und in der Branche auch in den Bereichen recht bekannt sind, dass wir auch gern mal Party machen, gab es quasi 3 seriöse Sets. Und zu uns hieß es, macht irgendwas, was crazy ist. Und ich möchte jetzt, weil Eigenlob ja stinkt, aber ich glaube, wir hatten das lustigste Set für alle Beteiligten. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen, dass man auch ganz, ganz crazy Sachen machen kann. Wie kann ich das hier verschieben? Wo geht es denn los? Sieht man da das Bild, wie es produziert wurde? Lasst mich kurz schauen. Genau, also es ging quasi darum, einfach ein crazy Set zu machen. Und ich glaube, hier sieht man es recht schön. Ich klicke das mal an. Das heißt, wir haben einfach eine Holzkiste gebaut. Da sieht man auch schön, dass auch gern Vorarbeit notwendig ist. Eine Holzkiste gebaut. Wo war das Bild? Sorry. Dann habe ich die hier mit irgendwelcher Farbe aus dem Baumarkt von innen lackiert. War übrigens eine kluge Idee, nach dem Zusammenbauen dieses Ding zu lackieren, also drin zu stehen und zu lackieren. Ich glaube, ich war 2 Wochen lang leuchtrosa immer irgendwo. Und haben hier allerhand Gadgets reingehangen, ein Dauerlichtset gebaut. Man sieht hier richtig schön den Beauty-Dish. Man sieht hier noch eine Fresnel-Linse, um hier quasi diese Kugel anzustrahlen, um das hier zu verteilen. Und das war es dann quasi. Und dann haben wir das Set quasi aufgebaut. Und dann kommen da halt solche Sachen dabei raus. Und das war dann ganz nett. Und war Party. Also so kann das natürlich auch mal ablaufen, dass so ein Auftrag, so ein Charity-Event eigentlich 2 Tage lang richtig, richtig Party ist und gute Laune macht. Und man sieht da auch noch recht schön, ich hatte da quasi hier noch so eine Schneemaschine dabei. Das ist übrigens der Sven Dölle, das ist der EMEA-Chef Photoshop Adobe. Die hatten da alle ihren Spaß. Oder hier der Murat Emirel, der sich da auch zu nichts zu schade war und sich dann noch in der Kochweste reingesetzt hat. Ja, die Dogma hat dann auch gleich mal drin fotografiert. Auch gleich hier den Adobe Marketing Manager ist der, glaube ich, EMEA. Die hatten da alle einen Spaß damit. Man sieht hier vorne auch ein bisschen die Gadgets. Man kann da echt mit allem arbeiten. Hier Schneemaschine, hier Nebelmaschine, hier unten im Bild. Hier, wie heißt es? Bubble, wie sagt man? Seifenblasenmaschine. Also echt Fun. Also man kann da auch mal ein bisschen Fun machen in diesen Sets. Hier mit Leuchtmaterial. Also so wirre Sachen, die machen auch, ja, guck, hier sieht man das schön. Ich weiß nicht, ich kann es mal zeigen lassen, wie das dann aussieht. Schneemaschine kommt aus dem Musikbereich und das kostet ja alles nichts. Das ist ja das Schöne, dass man da auch mit solchen Mitteln arbeiten kann. Ich glaube, so ein Ding kostet ein Fuffi oder ein Huni, also ist quasi, gibt es ja dann alles nachgeschmissen. Und selber muss man dann auch manchmal herhalten und wird dann auch gern mal so gepostet. Naja. Genau, und da haben wir ganz gut mit dem Set abgeräumt. Und hier sieht man dann quasi nochmal diese ganzen Kiddies und alle, die da unterstützt wurden. Und da haben wir ordentlich Geld gesammelt. Also wir haben alle kostenfrei gearbeitet, dass da der falsche Eindruck entsteht. Aber wir haben natürlich auf die Gage verzichtet und auch die komplette Gage gespendet. Aber auch man sieht, selbst so ein Funding, das will vorbereitet sein. Also man kann sich hier auch nicht überlegen, morgen geht's los, heute fahre ich da mal hin und mache irgendwas. Auch wenn das natürlich im ersten Moment, wie man hier sieht, das sieht jetzt natürlich alles völlig kitschig und alles lächerlich aus, aber das war natürlich auch Vorbereitung. Das heißt, die Idee musste geboren werden, die musste erstmal her. Dann mussten diese Holzplatten her, dann musste sie irgendjemand zusammenschrauben.
Da musste das lackiert werden, aufgehangen werden. Es musste irgendwie dorthin transportiert werden. Und natürlich auch das Lichtmaterial und alles, da musste da sein. Also die Entscheidung musste da auch getroffen werden. Geht man hin mit einer klassischen Blitzanlage, ist natürlich in so einem Set tödlich. Hintergrund ist, wenn da diese Teilnehmer, die da in dem Set arbeiten wollten, sich nicht mit Blitzanlagen auskennen, da konnte ja jeder teilnehmen, der wollte, dann ist natürlich schon mal ganz schön essig, wenn da jemand dabei ist, der nicht weiß, wie er seine Kamera bedient. Das heißt, da ist natürlich bei sowas dann die ganz klare Entscheidung Dauerlicht. Da ist jedes Dauerlicht 10-mal besser. Vor allem hier geht es ja auch um den Fun. Und eine Blitzanlage wäre hier tödlich gewesen. Das hätte den kompletten Spaß rausgenommen für die Teilnehmer von diesem Charity-Event. Gibt es zu dem Set noch Fragen? Ja, wie lange bereitest du dich dann da ungefähr drauf vor? Wann du den Auftrag kriegst? Oder also geistig so immer zwischendurch? Ja, also ich denke schon, dass das schon so volle 2 Tage Vorbereitung sind. Klingt jetzt wenig, aber 2 Tage sind lang. Telefonate natürlich mit den Teilnehmern, die da noch mit, also mit meinen 2 Fotobuddies, mit dem Jens und mit dem Peter. Müssen uns da ja abstimmen, es müssen ja auch alle 3 damit einverstanden sein. Und dann geht es darum, Sachen einzukaufen, die Jobs verteilen, wer kauft was ein. Das ist ja fast so ein bisschen Hobbybastelei. Also das ist jetzt nicht, das ist ja keine professionelle Modeproduktion, aber es ist quasi vom Doing her genau ähnlich. Also es muss quasi die Idee vorbereitet sein. Man kann sich nicht erst da überlegen, was könnte man denn jetzt machen. Dann geht es darum, die Idee so zu verfestigen, dass man dahinter stehen kann. Das ist in jeder anderen Produktion auch so. Dann geht es darum, das ganz klassische Bürojob zu machen, also sich quasi aufschreiben, wer macht was, wann bis wohin muss passiert sein, was ist so, also das ganz klassische Projektmanagement, was ist die Red Line, das heißt, wenn irgendwo irgendein Termin platzt, das heißt, kommt die Nebelmaschine nicht pünktlich oder kommt diese Bubble-Maschine nicht, gibt es noch einen Plan B. Also es sind so, das ist quasi jetzt so ein Mini-Ding in klein. Weil wie gesagt, also selbst bei so einem Fun-Auftrag geht es natürlich absolut, also ein absolutes No-Go, diese Produktion nicht durchzuziehen, auch wenn es natürlich so lächerlich ist. Oder so ein Spaß-Event, lächerlich ist das falsche Wort, aber so ein Spaß-Event, weil da geht es schlussendlich, auch Charity ist wichtig und da geht es einfach darum, dass man da sein Business erfüllt. Und wie gesagt, da gibt es dann halt auch nicht krank werden. Das sind dann halt solche Sachen, das geht gar nicht. Also ich kann da nicht einen Tag vorher anrufen und sagen, ich habe jetzt Schnupfen oder ich habe Popoweh oder irgendwas. Das heißt, wie sagt man so schön, der einzige Grund, sowas nicht durchzuziehen, ist der Tod. Also da taucht auch genau das Gleiche auf. Also muss man natürlich genauso durcharbeiten wie jede andere Produktion. Genau. Vollkommen richtig, ja. Bitte hätte ich, wenn du immer so schön redest und du versteckst immer dann deine schönen Bilder, dass du dann immer eins in groß machst, wie jetzt zum Beispiel das vorletzte von der Produktion. Gerne, das kann ich machen. Genau, ja. Nur das werden wir uns unterhalten, dass wir dann immer ein schönes Bild sehen. Bereich, ja, ich mache jetzt dann auch mal, nicht, dass es euch da zu langweilig wird. Nee, um Gottes Willen, alles hochinteressant. Kannst du dein Bildlein gucken, das langweilt ja auch schnell. Ich habe hier die nächste Produktion. Da ging es quasi drum, das war die komplette Strecke. Die habe ich zum Beispiel auch, da ist jetzt zum Beispiel eine in Anführungszeichen Zweitvermarktung für mich selber. Die konnte ich auch für mich posten. Also da ist kein Verwertungsrecht für den Kunden drauf. Da ging es um einen Auftrag, um ein Online-Medium, wo es so ein bisschen drum ging, eine Fotoschule. Und das sieht man auch hier recht schön in diesem Post, wo es quasi drum ging. Dann mit viel Text, da gehört eigentlich noch viel Text dazu. Es sind bloß erklärende Bilder, wo es quasi drum geht um Bildanalyse. Das heißt, wie erkenne ich an welchen Merkmalen, wo ich wahrscheinlich oder wie wahrscheinlich gearbeitet wurden. Das heißt hier an den Augen, also es ist quasi so ein Tutorium, wie sagt man, für eine Zeitschrift, eine Schulungsserie, jetzt habe ich das richtig gemacht. Mhm. Also es geht quasi darum, wie erkenne ich, wie schätze ich ein, erstmal die Brennweite anhand von Perspektivmerkmalen, wie schätze ich ein,
was ich wohl für eine Blende dann am Objektiv gehabt habe, wie erkenne ich die Lichtführung anhand von Reflexionen im Haar. An die Augen sind natürlich immer sehr verräterisch, immer, immer, immer. Die Lippen, wenn sie glossy sind, wie hier, ist immer sehr, sehr, sehr verräterisch. Ich sehe natürlich jetzt hier an dem Hub, wie viel Lichtverlust ich habe. Das heißt, ich kann ungefähr davon ausgehen, wie nah war die Lichtquelle. Und natürlich so ganz typische verräterische Sachen, zum Beispiel jetzt wie jetzt hier die Sonnenbrille, wo mit Absicht jetzt hier vergessen wurde, diesen California Sunbounce zu verfremden. Das heißt, wo man dann ganz klar sofort das klassische Licht sieht, dass ich den Beauty Dish habe, den Beauty Dish mit ohne Wabe. Sonst hätte ich, wenn ich eine Wabe hätte, hier unten nicht in diesem California Sunbounce, das heißt in diesem Reflektor, da hätte ich kein Licht drauf. Das heißt, der wäre wahrscheinlich wirkungslos. Das heißt, darum ging es quasi. Und da wurden dann diese drei Bilder im Prinzip dafür erstellt. Und alles andere waren dann mit dem Mädel, wenn es dann schon da ist, freie Arbeiten. Das heißt, da ging es dann quasi hier um diesen Kundenauftrag, wo es einfach darum ging, um das dann schön im Text zu erklären, wie hier die Lichtsetzung ist und wie man sie quasi auch erkennt, allein wenn man nur das Bild sieht. Das war quasi der Hintergrund hier und der Rest sind einfach freie Arbeiten. Genau, hier sieht man es natürlich auch sehr schön. Man sieht hier den Beauty Dish. Man sieht jetzt im ersten Augenblick hier natürlich nicht, dass er keine Wabe hat. Das ist natürlich auch so eine Idee, dass man sagt, man würde das da drin sehen, aber durch das, dass das Licht, selbst wenn der eine Wabe hätte, ist das Licht natürlich in der Direction, in der Straighten Direction da drauf. Das heißt, ich würde die Wabe nicht sehen, aber ich sehe hier unten an diesem Sunbounce, sehe ich natürlich sofort, dass keine Wabe drin sein könnte, sonst wäre der einfach dunkel. Genau, und hier natürlich die Härte des Lichtes. Das sieht man hier so schön. Genau, und dann entstehen natürlich auch solche Sachen noch, was dann ohne großen Aufwand geht, im selben Lichtsetup. Das ist einfach dasselbe Lichtsetup. Geschwind noch gesagt, was gibt es noch? Und das dann durchgezogen. Hier ein bisschen mit Wasser gearbeitet. Das ist eigentlich auch easy, das so hinzukriegen. Das ist quasi mit Babyöl. Das heißt, die ist ein bisschen eingestrichen mit Babyöl und dann mit so einer ganz normalen Sprühflasche drüber gesprüht, um da ein bisschen diesen Feuchtigkeitseffekt zu machen. Irgendwelche Gadgets? Ganz kurze Frage. Ja. Sprühst du dann auch mit Babyöl oder mit Wasser? Mit Wasser. Also ich schmiere sie mit Babyöl ein, dass das Wasser so abperlt. Sonst ist schwierig, also dann perlt halt dieses, man sieht es hier sehr schön, dann kommt halt dieser Wet-Look sehr, sehr easy und völlig ohne Aufwand. Und wenn ich nur mit Wasser sprühe, dann sieht es schnell so aus, wie, jetzt sieht man das natürlich hier, dann sieht es so aus. Also hier sieht man so die Unterschiede und das hier ist halt dann dieses Babyöl-Effekt. Also das ist dann schon völlig einfacher dann zu handhaben. Also das tatsächlich. Und Babyöl eignet sich halt wirklich, weil es halt über eine gewisse Dauer hebt. Und so Cremes oder irgendwas, je nachdem wie gut sie sind, die ziehen dann halt leider in die Haut ein. Was ja den Normalanwender hervorragend ist, aber für den Fotograf natürlich tödlich. Also Babyöl ist tatsächlich für viele Sachen eine Allzweckwaffe. Babyöl eignet sich auch, wenn man es ganz, ganz, ganz extrem sparsam verwendet. Also ich mache es dann meistens, es kommt oftmals vor, dass Modelle, wenn man sie fotografiert, hauptsächlich an den Beinen oft sehr trockene Haut haben und das auf Bildern gar nicht gut kommt, weil man es sieht und dann in der Post-Production richtig Arbeit macht, die haben ja nie einer zahlt oder zu der man natürlich auch manchmal keine Lust hat, außer es macht einem Spaß, gern an Photoshop lang zu sitzen, dann ist natürlich, macht man es eher nicht, dann hat man da ein paar Stunden Arbeit oder eine Stunde Arbeit, um das richtig schön zu kriegen. Das heißt, die Beine, wenn die zu trocken wirken, einfach auf ein Küchentrepp ein bisschen Babyöl und dann die Beine damit abreiben. Also es gibt da noch keinen Glanzeffekt, aber dieses weiße, trockene, das dann gern rauskommt in den Bildern, ist komplett weg. Also die Haut sieht völlig natürlich aus und sieht gar nicht glänzend aus, was man sich im ersten Moment denkt. Aber das Wichtige ist natürlich sparsam umgehen, nicht direkt das Babyöl übers Model kippen, sondern auf ein Küchentrepp und dann ihre Beine damit abreiben. Oder selber abreiben lassen, je nachdem, wie gut man das Model kennt. Gut,
So, dann zeige ich euch jetzt noch zwei im Schnelldurchlauf. Hier ging es um Zingst. Die Bilder sieht man auch auf dem Horizonte Zingst Festival Homepage. Da findet ihr das auch. Wenn ihr da mal nach Dieter Hirt googelt, also die Bilder wurden gemacht in Zingst für den Fremdenverkehrsverband, städtische Fremdenverkehr in Zingst. Und hier ging es natürlich auch darum, das war jetzt ein sehr easy Shooting, weil da hatte ich das eigentlich alles schon vorher im Kopf und habe dann mit dem dortigen zuständigen städtischen Mitarbeiter gesprochen, was er sich denn so vorstellt. Und dann war der Auftrag, es ist ihm völlig wurscht. Yeah. Das heißt, das war tatsächlich, da war nicht viel Vorarbeit, da habe ich mir dann ein Model geschnappt und die Kamera und bin mit dem Model losgezogen. Das ist jetzt zum Beispiel was nicht viel Vorarbeit hatte. Allerdings muss man sagen, ich hatte da wirklich alle Bilder im Kopf vorher schon. Weil ich bin da immer als Zingst, als Referent. Sehr zu empfehlen, wer da übrigens noch nicht war. Also Zingst muss man gewesen sein auf dem Umweltfestival Horizonte Zingst. Das ist unfassbar genial. Und wie gesagt, die Bilder sind da für den Fremdenverkehr entstanden. Und das sind alles so typische Zingster Hintergründe. Also wer die in Zingst kennt, wer in Zingst war, wird alles auf diesen Bildern sofort erkennen. Das heißt, da war natürlich bei mir im Hinterkopf die Idee, dass ich als Hintergrund immer Dinge nehme, die wer Zingst kennt, sofort mit Zingst verbindet. Also wer mal in Zingst war, kann mir sofort sagen, wo dieser Steg, also diese Holzsteg hier ist. Ich gehe nochmal zurück. Selbst bei diesem Bild wird jeder sofort sagen, ach, das ist doch das Bootshaus. Also es ist, wie gesagt, schwierig zu erklären, aber jeder, der bis jetzt in Zingst war, das ist dann dieses Boot vor dem Bootshaus, das alte, das steht da auch schon seit 5 Jahren, so lange bin ich schon in Zingst, kennt also quasi jeder dann diese Pfähle, die da nach hinten gehen, wo quasi dann ständig über die Durchsage kommt, bitte nicht aus den Pfählen laufen, das ist zu gefährlich von den Badegästen, kennt jeder sofort dieses Wäldchen. Das sind so ganz typische Zingster Sachen, dann natürlich die Dünen. Und das war quasi diese Geschichte dazu. Da war jetzt natürlich die Vorbereitung jetzt nicht der Hit. Aber auch hier war natürlich für mich wichtig, dass ich sofort die Locations im Kopf hatte. Aber die geistige Vorbereitung war natürlich schon da. Das muss man natürlich sagen. Aber die geht natürlich in so einem Fall dann schnell, wenn der Kunde sagt, mach was du willst, ist völlig wurscht. Das ist natürlich dann so, wie man das liebt, wenn man fotografiert. Dann hier noch ganz kurz auch eine Mehrfachverwertung. Ich gehe es jetzt wieder, wie gesagt, ein bisschen schneller durch. Hier geht es um Marokko. Hier ist natürlich auch sehr wichtig, kann sich jeder vorstellen, man fliegt natürlich nicht mehr nach Marokko und sagt sich, jetzt stehe ich da. Sondern es geht ja auch darum vorher, was will man haben und was ist an Vorbereitung nötig. Und die ist dann teilweise größer und kleiner. Und ich habe auch hier gemerkt, das ist jetzt ein bisschen ein Negativbeispiel für Vorbereitung. Also diese Aufträge in Marokko waren alle sehr genau geplant. 70%, sage ich jetzt mal, ist hier, ja, das waren die Teams, die importierten Mädels. Also 70% ist einfach schief gelaufen, weil man sich das mit unserer Kultur anders vorstellt, als das vor Ort dann stattfindet. Also erstens mal passiert da alles gern anders wie gedacht, alles anders wie abgesprochen. Und alles in anderen Zeitmaßstäben. Also eine Stunde rum oder um kennt da niemand. Ist aber ganz cool, aber so viel zum Thema Vorbereiten. Also muss ich auch manchmal einfach auf dieses Thema einlassen, um dann solche Bilder zu machen. Das heißt, da geht es dann sehr um in diesen Ländern, gerade bei kommerzieller Verwertung, um Location Fees, also quasi das, dass die Location gebuyt ist, dass die Location bezahlt ist. Das heißt, da funktioniert tatsächlich, da will immer, also da wollen alle Geld, alle. Nicht große Summen, aber es will quasi, jeder will da ein bisschen beteiligt sein. Das heißt, hier muss man tatsächlich, obwohl die Bilder natürlich vorher klar sind, die sind natürlich vorher im Produktionsplan drin, aber man muss sehr, sehr, sehr spontan sein können. Gerade auf solchen Märkten. Das ist natürlich sehr krass, da stehen dann fünf Läden weiter kommt der Ladenbesitzer noch und meint, er hätte auch noch da was dran zu verdienen, weil sein Laden da drauf sein könnte. Und da muss man dann schon mal eine halbe Stunde lautstark diskutieren, dass auf dem Bild sein Laden never ever drauf sein wird. Das ist ein relativ bekanntes Bild, das auch mal in relativ bekannten Zeitschrift kam.
Genau, also das ist schon, ich blätter jetzt hier mal ein bisschen durch. Genau hier, da geht es dann immer drum. Also diese Locations, sobald die erkennen, dass die Produktion ein bisschen professioneller ist, da kann man natürlich auch oftmals viel damit erreichen, indem man da ein bisschen Touri-mäßig unterwegs ist, ganz wichtig. Da spart man sich viel Geld. Aber sobald man ein bisschen professioneller wirkt, da geht es dann auch teilweise darum, dass man dann quasi das Produktionsteam oder die Visa um die Ecke stehen lässt, dass man da keine Verbindung herstellt und dann so nach dem Motto, ich bin mit meiner Freundin unterwegs, wir machen da geschwind ein paar Privataufnahmen. Aber sobald die sind da so fix, weil da sind wir nicht die Ersten, sobald die merken, das ist eine professionelle Produktion, das sehen die halt leider ganz oft am Model, wie sich das verhält. Und dann geht es sofort drum um Cash. Also dann muss Bargeld fließen. Oder hier in so einem Lampenladen. Klar, da geht ohne Kohle gar nichts. Und das muss vor Ort gemacht werden. Das kann man ja vorher nicht buchen. Das heißt, da muss man dann verhandeln. Und da ist tatsächlich so, ich bin ein sehr, sehr schlechter Verhandler. Also ich bin da gar nicht gut drin. Und ich bin meistens dann eher der sich da wirklich sehr schwer tut. Und das war sehr aufwendig für mich. Also da musste ich sehr oft über meinen Schatten springen, weil das ist also die Summen, die da zuerst aufgerufen werden. Also es beginnt dann irgendwie, was weiß ich, 500 Euro. Also völlig gestört. Und am Schluss landet man dann bei 50 oder irgendwas. Also das sind dann, da nicht zu verhandeln, ist sehr krass. Genau, dann gibt es die Sachen rauszuarbeiten im Desert. Also das ist die Wüste von Marokko, die noch ein bisschen steinig ist. Dann geht es quasi darum, tatsächlich mit diesen, ich habe da meistens so eine App, wo ich den Sonnenstand anschauen kann. Die kann ich mehr. Da kann ich mir quasi den Ort anschauen, den Sonnenstand und wie lang die Schatten sein werden. Das ist natürlich wichtig. Also dieser Shoot ging tatsächlich um 4 Uhr morgens sind wir da los. Dann muss man natürlich Wägen organisieren, dass man da hinkommt. Man braucht Local Heroes, die auch wissen und einen verstehen, wo man hin möchte und was man gern als Set haben möchte. Das bedarf es da quasi. Aber wie gesagt, das war aus der Ferne vorbereitet, viele E-Mails hin und her und schlussendlich haben wir am Abend vorher diesen Scout besucht, der dann uns da hingebracht hat. Den Vorbereiteten gab es dann gar nicht mehr. Also das war dann crazy. Aber wie gesagt, hier ist natürlich das Licht brutal wichtig. Wie gesagt, die Bilder selber, die sind so ungefähr 6 Uhr morgens entstanden. Und auch hier sieht man natürlich wieder sofort das Set. Und es ist natürlich immer schön, wenn man sich selber als Fotograf in den Augen seines Models verewigt. Das macht natürlich auch mal Spaß. Genau, dann hier, die sind jetzt alle ähnlich. Das heißt, das geht jetzt hier komplett um dasselbe Thema. Dann auch hier geht es quasi wieder um Jacken. Also wie ihr seht, geht es bei mir ganz oft in den Aufträgen um Modedesignern. Das ist ein Modelabel, das lauter solche Jacken macht, sehr aufwendig. Auch nicht gerade günstig, allerdings schon noch im Mainstream-Bereich. Die liegen, glaube ich, so bei 500 oder 800 Euro. Das heißt, das sind noch Jacken eher im normalen Preis, die man sich auch einfach mal kaufen kann. Und sehr, sehr schön, also sehr, sehr mit Kunststeinen besetzt und sehr, 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 sehr toll gearbeitet. Und da geht es quasi hier, diese Jacken ein bisschen in Szene setzen. Das ist ein Garten. Da habe ich zum Beispiel gedacht, ja, da werden wir richtig Geld verlieren. Den habe ich in der Vorkalkulation sehr teuer einkalkuliert. Und das war die einzige kostenfreie Location, die ich da gefunden habe. Da gab es dann tatsächlich keine Fee, die wir bezahlen mussten, weil die fanden die Idee sehr gut, dass wir in ihrem Garten da die Arbeiten machen wollten. Und erkundet ganz klar Google Maps. Also das Location-Suche jetzt in diesem Falle einfach Google Maps. Immer schön über Marokko. Immer ein maximales Zoom ein Stück weiter geschoben und irgendwas gesucht, was da dazu passt, zu dieser Klamotte. Hier auch, war auch komplett vorbereitet, ist auch alles schief gegangen. Auch einen Tag vorher musste man das lösen mit unserem Hotel, beziehungsweise unserem Wink-Manager von der Finca, die wir hatten, also von dem Riad, das wir hatten, so ein Kamel organisiert. Und da passieren natürlich auch die coolsten Sachen. Das Shootingort hätte woanders stattfinden müssen. Aber da mussten wir dann auch einfach mit dem arbeiten, was wir hatten, weil das Kamel lief tatsächlich so ab. Wir haben das Kamel gebucht und dann sagt er zu uns, ja, da 50 Meter links und dann nochmal 100 Meter, da stehen 5 Stück rum, nehmt euch eins. Und wir dann so, wie?
wo ich unser Kamelführer oder wie man auch immer so einen Kollegen nennt, der meinte, ja, wir wollten doch das Kamel. Wir haben nichts von dem Kamelführer gesagt, nehmt euch halt so ein Kamel. Und dann sind wir, also ich hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nie so ein Kamel. Ich weiß nicht, wie euch da geht. Also es war mein erstes Kamel, das ich mit so spazieren gezogen habe. Und wir haben es Harry genannt. Und Harry ist genau 50 Meter gelaufen und hat sich dann dorthin gesetzt. Und hat sich dann keinen Millimeter mehr bewegt. Und also manchmal sucht auch so ein Kamel eine Shooting Location aus und gibt vor, wo die Bilder entstehen. Man weiß es zum Glück nicht. Also der Ort zum Shooten wäre viel, also vom Hintergrund ist viel schöner gewesen. Es ist jetzt hier kein so ein Drama, aber wie gesagt, auch Harry bestimmt, wo Bilder entstehen. So will ich das natürlich zum Thema vorbereiten. Das kann da natürlich auch mal so ausgehen, genau. Und dann natürlich hier noch diese Marokko-Klassiker. Also sehr empfehlenswert. Wer noch nicht da war, sollte unbedingt mal hin. Auch wenn es nicht zum Fotografieren ist. Also so wie ihr auf den Bildern seht, sieht es da tatsächlich überall aus. Also sehr schön. So, letztes Set. Und dann können wir mal die Mikrofone öffnen. Mal was ganz anderes. Das war hier, ihr kennt es, ich glaube, die größte Stadt der Welt. Ich weiß nicht, 38 Millionen Einwohner. Tokio, bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber es geht hier quasi um Tokio. Das heißt, da ging es, es war kurz vor Corona. Ich hatte meine letzte Ausstellung dort zum Glück. Und wir waren da und haben die Kollegen von Fujifilm da besucht, wollten wir vorbeischauen und haben dann da gleich noch ein Street-Shooting mitgenommen. Und das sollte sehr das Street-Life zeigen und einfach so das Leben, das es dort so gibt und die Leute. Und das ist jetzt eine reine Schwarz-Weiß-Produktion, die quasi komplett aus meinem Bereich rausläuft. Darum sieht man das auch immer hier unten so schön. Da ist auch gar nicht mein Logo drin, da ist so ein Stern drin von mir, dass es quasi mit meiner normalen Arbeit auch nichts zu tun hat. Und hier ging es quasi einfach darum, durch Tokio durchzuziehen und die Bilder aufzunehmen. Und da war natürlich die Vorarbeit schon auch die, sich zu überlegen, was muss da unbedingt drauf sein. Und da geht es quasi hier um diese coolen Verkehrsleute. Das fand ich sehr bezeichnend für Tokio. Also Tokio ist sehr, oder die Japaner an sich sind sehr, sehr, sehr wertschätzend und haben auch für ganz viele Dinge, wo man immer denkt, Japan Vorreiter in der Elektronik, für ganz viele Dinge setzen die Menschen ein und setzen die Menschen sehr bewusst ein und sehr respektvoll. Also es gibt zum Beispiel in Shibuku oder in diesen ganzen großen Busstationen, gibt es in der Einfahrt, wo die Busse reinfahren in diese Station, gibt es immer einen, der in einer schönen Uniform dasteht und vor den Busfahrern salutiert, zur Ehre der Busfahrer, weil die ihre Arbeit so gut machen. Und wie gesagt, und hier sieht man halt sehr deutlich, das ist quasi, das kann man sich bei uns gar nicht mehr vorstellen, wenn bei jeder kleinen Baustelle, die haben, wenn da Erdarbeiten sind, dann stehen da immer Menschen, die dann da den Verkehr leiten. Und der steht jetzt quasi vor der Baustelle und passt auf, dass da nichts passiert. Also wo bei uns quasi ein gelbes Blinklicht hängt, stehen da tatsächlich Menschen. Und die, das sind auch keine, die dann irgendwie so, was bei uns dann gerne mal gesagt wird, Hilfsarbeit oder so, die werden mit sehr großem Respekt behandelt und das ist auch ein sehr respektvoller Job. Also ganz, ganz toll. Also da dachte ich mir, das könnte man sich bei uns eigentlich gerne mal wünschen, dass man da so respektvoll miteinander umgeht. Dann hier natürlich ein ganz typisches Jugendbild. Die sind natürlich alle stylisch. Also ich habe da keinen Jugendlichen gesehen, der da nicht irgendwie stylisch war. Dann gibt es natürlich auch die Auswärtigen, die gern in Tokio rumrocken. Die Mädchen sind da immer alle sehr, sehr, sehr gerichtet und immer sehr, sehr modisch tatsächlich. Wie man hier schön sieht, also es ist quasi immer irgendwie, also man sieht in Anführungszeichen niemand, der jetzt so mainstreamig dort rumläuft. Alle immer sehr gestylt. Das ist ein ganz, ganz typisches Bild für Tokio. Die Garküchen, die es überall gibt, die, wo man hervorragend essen kann. Dann hier ein ganz, ganz tolles Bild.
Das ist eigentlich tatsächlich auch ein Koch, der da kocht. Aber was der da gerade tut, ist, der hat sich leider natürlich in so einem Plastikding, aber das gibt es in Tokio öfters, der hat sich quasi beim Stand nebendran Essen geholt und füttert da gerade ganz liebevoll seine Frau, die ihm gegenüber sitzt, die auch schon ein bisschen älter ist und er ja auch schon. Aber das ist natürlich ganz toll, dass er da sitzt und seine Frau da füttert. Upsala. Gerade mit eintreten lassen. So. Genau, dann sind das auch diese typischen Tokyo-Gar-Küchen. Von hinten darf man da manchmal nicht so gern reinschauen. Dann der Tokyoter Fischmarkt, sehr zu empfehlen. Hier auch nochmal Fischmarkt. Dann hier die Jungs, wie gesagt, immer cool drauf. So, das war quasi so. Und natürlich, man kommt sich so das ganze Jahr vor, ein bisschen vor wie Halloween. Also diese Freaks hat es natürlich auch an jeder Ecke. Also ein ganz typisches Bild für Tokio. Auch der hier. Also da hat es natürlich ganz viele, die so in dieser Manga-Welt leben und dann diesen Manga-Style nachmachen. Auch ein typisches Bild von einem Japaner. Genau. So. Ja, ich hätte jetzt noch viel mehr, aber jetzt sind wir schon 1,5 Stunden. Ich denke, jetzt können wir ein bisschen in eure Fragen gehen, falls ihr welche habt. Ja, erst einmal vielen Dank. Alles sehr beeindruckende Bilder. Was mich überrascht hat, du bist ja als Street-Fotograf fast noch besser wie als Jugendfotograf. Ja, gibt es bessere. Ja, aber das ist, also die Bilder, die wir jetzt von Tokio gesehen haben, muss ich schon sagen, alle Achtung. Dafür, dass das nicht dein Gebiet ist, waren da super Aufnahmen. Sind übrigens alle Bilder, also der Gag an den Bildern ist, es alles das 18mm F2. Also alle, das ist alles, ich habe ein Objektiv mitgenommen nach Tokio. Mhm. Also die X-T3 war das, die X-T3 und das 18mm F2. Ja, dann warst du auch richtig unterwegs wie ein Streetfotograf. Sehr schön. Ja. Also ich finde auch generell sehr, sehr schöner Vortrag, sehr gute, also sehr beeindruckende Bilder und fand jetzt auch einen sehr schönen Einblick eigentlich so in deine Arbeitsweise. Ich glaube, da kann man auch gut was mitnehmen. Also ja. Fand es auch, dass ein paar wirklich gute Tipps mit dabei waren. Also vielen Dank. So, aber jetzt auch an alle, ihr könnt also gerne eure Mikrofone einschalten. Und könnt jetzt den Dieter auch Fragen stellen zu seiner Arbeit, wie er sich vorbereitet oder was er verwendet. Oder ihr könnt auch die Fragen im Chat stellen, dann mache ich das. Also mir ist auf. Jetzt hat er sich ausgeschaltet. Wo es jetzt ging? Also ich glaube, es war mein Namensvetter Dieter Ott und falls du das ja hast, hast du dich gerade wieder gemutet. Also wir hören. Genau. Am Schluss hat es funktioniert. Jetzt war ich wieder stumm geschaltet. Jawohl, jetzt klappt's. Jetzt geht's. Mir ist vorhin aufgefallen, dass du deine Ausrüstung reduzierst und hast dazu erklärt, dass das vorher durchdacht ist und du deswegen ganz genau aussuchst. Das ja. Heißt doch, das ist berufliche Erfahrung, die du da einfach im einzelnen Auftrag umsetzt. Nee, es ist tatsächlich, also bei mir ist ganz eindeutig die Sicherheit. Ich habe früher nur so viel aus Unsicherheit weggegeben. Also ich habe früher schon genau gewusst, was ich brauche oder davor. Ach so. Und habe aber trotzdem noch mehr mitgenommen, weil ich mir über mich selber zu unsicher war. Also das ist eine reine Unsicherheit von mir, weil ich gedacht habe, ich könnte ja noch oder vielleicht passt es dann doch nicht. Also eigentlich war es in diesem Thema zu wenig Selbstvertrauen. Das muss ich jetzt in der Retro-Perspektive schon so sagen. Also ich weiß noch, ob ich mich da richtig ausdrücke. Also es war quasi das, ich wusste, was ich machen möchte. Ich wusste die Brennweiten, aber da kam so im Kopf immer aber. Wenn das jetzt nichts wird, dann muss ich vielleicht sofort irgendwie was anderes machen. Also so ist es quasi entstanden immer. Und dann kam immer rein ins Auto, was ins Auto passt oder was in den Flieger passt. Oder
Und es ist quasi eher in Richtung mehr Vertrauen zur eigenen Stadt. Ja gut, ja, das ist schon wohl wahr, ja. Gut, gibt es sonst Fragen? Wir hatten vorhin über das eine Bild gesprochen, wo du auf dem, was war das, Schloss gewesen bist. Und da schaute die junge Dame im rechten Drittel aus dem Bild heraus. Da hattest du was, ja genau, da hattest du was zu den Beschriftungen gesagt, die vom Verlag dann dazugesetzt werden. Genau, auf der linken Seite kommt Typo hin, richtig. Ja, ja. Aber mir ist da aufgefallen, wenn die jetzt hier in dem rechten Drittel so aus dem Bild herausschaut, wenn du den Text links setzen würdest, würde das ja auch Ablehnung zu dem Thema bedeuten. Gibt es dazu Literatur? Das ist tatsächlich im Katalog eine linke Seite, eine rechte Seite, sorry. Also es kommt quasi nach rechts, müsst ihr euch vorstellen, also auf die rechte Seite. Und es kommt quasi die Typo hin, wo es in der Typo auch darum geht, dass die in Anführungszeichen das Wichtige ist. Und das Bild, also wenn man sich jetzt da noch Typo drauf vorstellt, dann lenkt quasi dieses Model nicht von der Typo ab. Also die Typo wird wichtiger als das eigentliche Bild. Da gibt es doch auch so Andeutungen, wo man sagt, wenn jemand jetzt so aus dem Bild schaut, dann leitet er dich praktisch auch zum nächsten Bild über. Deswegen war meine Frage. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wenn jetzt natürlich hier ist es keine Typo auf diesem Bild, das heißt, das zieht jetzt natürlich den Betrachter sofort in die rechte Richtung. Also da möchte man natürlich in die Richtung schauen, wo auch das Model schaut. Aha. Meine Frage war gewesen, ob es da auch Literatur zu gibt. Denn es taucht in. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ja, das taucht ab und zu mal auf. Ne? Ja. Okay. Ja, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es dazu Literatur gibt. Aber ich glaube eigentlich schon. Und bestimmt irgendwo. Ja. Aber es ist natürlich nicht so Mainstream wie Fashion-Fotografen mit der Schriftsetzung zusammenarbeiten. Da muss man, glaube ich, schon viel, viel suchen, um da Themen zu finden. Ja, wahrscheinlich braucht man einen Grafiker oder sowas, der das studiert hatte. Ja. Dieter, noch eine Frage zu dir. Ich kenne das früher von der Katalogfotografie. Ich muss es zum Glück nie machen. Aber wie viel setzt der Grafiker vorher schon und sagt, das muss so und so und so aussehen? Also ich habe da zum Glück auch relativ wenig in Anführungszeichen am Hut, aber mir ist immer sehr, also ich fordere das ganz oft ein, dass diese Gedanken, dass man sich die vorher macht, um tatsächlich einfach professioneller arbeiten zu können. Das heißt, das Ziel, wie es hingeht, ist schon sehr wichtig. Der Grafiker selber habe ich eigentlich relativ wenig zu tun. Also zum Glück, das ist schon, also mir reichen schon manchmal Artdirektoren. Das ist dann eher das, was natürlich bei mir dann reinfällt. Und von dem her, ich brauche halt das Ziel, das ist ganz wichtig, was damit passieren soll. Und dann kann ich da natürlich schon ganz viel damit machen. Am liebsten wäre es mir natürlich, also wenn ich das Endprodukt schon sehe und muss quasi, das ist das, was ich vorher gemeint habe, mit dem Tesseract shooten, wenn ich die Möglichkeit natürlich habe, das ist natürlich das Beste. Ja, aber ich sag mal, ich kenne es früher noch von der Fotografie. Also ich habe da öfters mal bei Quelle-Katalog, ist ja nicht weit weg von uns, also Quelle. Ja, stimmt. Früher. Und die hatten ja wirklich die fertige, gezeichnete Druckvorlage von dem Katalog. Und da war, wie jede Hand und so weiter ist, war da schon drauf. Und wenn das Bild nicht dabei war, hat er nächstes Jahr keinen Auftrag mehr gekriegt. Also dieses Bild, wo die Hand genauso, was weiß ich, geformt sein musste,
Das musste dabei sein und dann durfte er noch 2 freie Arbeiten mit dazulegen. Ja, das habe ich also zum Glück nicht. Mhm. Da ich so mit diesen ganzen klassischen Katalogen, das mache ich auch nicht. Also das habe ich auch noch nie gemacht. Ja. Also das ist, wie gesagt, meistens immer mit solchen Labels, die dann auch noch ein bisschen Freiheit lassen in dem Bereich. Oder wo das auch gemeinschaftlich entsteht, so muss man es, glaube ich, besser ausdrücken, wo quasi in diese Dienstleistung, das hat sich ja alles ein bisschen verschoben. Ich kenne das auch noch von den Anfangszeiten, dass in Anführungszeichen der Fotograf tatsächlich auch nur der Fotograf war. Also dass es quasi darum ging, Bilder zu verfertigen. Das hat sich zumindest in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, radikal verschoben. Also das, so eine Produktion hatte ich tatsächlich, ich habe jetzt über Corona mal ein Interieur einer bekannten Automarke zur Vorstellung für die Micro-Website fotografiert. Und weil es einfach die Produktionen sehr rar waren jetzt während dem ersten und dem zweiten Lockdown. Und habe das dann auch mal gemacht. Und das war für mich ganz schrecklich. Also das war dann tatsächlich so, wie du das sagst. Da war exakt der Winkel vorgegeben, wie was fotografiert. Die Brennweite war vorgegeben. Also ich war quasi der Mann, der irgendwo ein Stativ hingestellt hat und die Kamera nach Vorgabe eingestellt hat und auf den Auslöser gedrückt, um dann die Speicherkarte abzugeben. Also ganz übertrieben gesagt. Das war natürlich hart. Das habe ich zum Glück nicht, sondern den Job, was ich so mache, oder da bin ich auch ein bisschen in der Nische unterwegs, da hat es eine radikale Verschiebung gegeben, dass das Fotografieren immer unwichtiger wird. Also das eigentliche Fotografieren ist die geringere Zeit. Das Organisieren drumherum ist deutlich höher geworden, dass du mehr Verantwortung tragen musst, wie auch organisatorische, wie auch finanzielle. Also dass zum Beispiel früher hat immer der Auftraggeber die Make-up-Artistin bezahlt oder die Location-Suche oder die Location angemietet. Das ging immer alles direkt an den Auftraggeber und zwischenzeitlich hat sich das so massiv verschoben, dass da geht alles zu mir. Also das heißt, ich muss schon in Anführungszeichen, ich glaube früher hat man dazu gesagt Vollsortimenter, das heißt, ich muss in die Produktionshaftung rein, ins Produktionsrisiko, ins finanzielle Risiko, klar. Also das heißt, ich habe ja dann in Anführungszeichen Verträge mit Mua, mit Hairstylist, mit der Location. Das heißt, im Falle, wenn da was verrutscht, dann gehen die natürlich erstmal auf mich zu. Das heißt erstmal, das heißt, die gehen nur auf mich zu, weil nur wir ein Vertragsverhältnis haben. Also das hat sich sehr verschoben. Also da bist du immer mehr so Generalist in meinem Bereich. Ja, und das ist natürlich, wie du sagst, auch das Risiko, weil wenn dein Auftraggeber nicht zahlt, wollen ja die ganzen Stylisten auch ihr Geld von dir haben. Genau, klar. Ja. Ja, das hat sich die letzten Jahre schon sehr verschoben. Also es ist quasi, es geht immer mehr weg vom Kunden. Der Kunde wünscht sich immer mehr ein Rundum-Sorglos-Paket. Das ist ja in allen Bereichen so. Das ist ja bei euch nicht anders. Das ist ja, also dieses, dass quasi du nur noch die fotografischen und die Post-Production machst, das ist bei mir komplett weg. Also selbst bei Workshops, dieses Jahr, ich war ja auch vor kurzem auch bei euch, ich mache ja gern was für Fujifilm, da ist natürlich auch nicht so, dass Fujifilm dann sich da Model oder irgendwas, sondern die sagen, mach. Das ist mach und bring dein Model mit, ja. Genau, organisier das, wenn du was brauchst, ja, mach dein Ding. Also das hat sich schon die letzten Jahre ein bisschen verschoben. Ist das für dich ein Vor- oder Nachteil? Weil, also ich verstehe das auf jeden Fall, dass das ja für dich ein Risiko ist, also finanziell und auch organisatorisch. Auf der anderen Seite hast du ja dann auch die Möglichkeit, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die du kennst. Du weißt, was sie machen, wie sie es machen. Das erleichtert dir ja vielleicht auch ein Stück weit genau. Die Arbeit. Genau, also das sehe ich schon auch so. Also für mich ist tatsächlich ein Vorteil. Es hängt immer von der Produktionsgröße ein bisschen ab. Wenn die Produktionen klein sind, ist für mich ein Vorteil. Wenn die Produktionen groß sind, ist natürlich ein erheblicher Mehraufwand, weil das organisiert werden muss. Termine abgestimmt, man braucht die Leute dazu, man braucht die aus der Region. Dann, wie gesagt, ich mache das meiste vor Ort. Das heißt, wenn ich in Hamburg dann einen Shoot habe, dann bringt mir das Model aus Ulm oder aus München oder aus Nürnberg nichts, weil ich die Anfahrtskosten gar nicht realisieren kann oder gar nicht auch realisieren möchte. Das heißt, da geht es dann darum, im Zweifel über eine Agentur, dann bist du doch wieder bei jemandem, mit dem du von der Zusammenarbeit her noch keine Erfahrung hast. Also es ist quasi, es gibt viele Pluspunkte, es gibt aber auch Minuspunkte und je größer die Produktion natürlich, je größer das Haftungsrisiko, klar.
Also das, ab einer gewissen Größe geht es dann auch um solche Sachen, dass ich dann eine Produktionsversicherung abschließe, klar. Ach, du kannst dich gegen Ausfall von deiner Vergütung absichern, okay. Ja, das geht natürlich schon, aber das ist natürlich auch kein unerheblicher Kostenfaktor. Klar, das kann man dem Kunden dann noch erklären. Ein Nachteil von dieser Art von Produktionsausfallversicherungen ist, dass du den Ausfallgrund, danach richtet sich ja dann die Versicherungsrate, du musst den Ausfallgrund sehr genau definieren. Das sind ja dann keine Stangenversicherungen, sondern du sagst dann schon, du willst jetzt zum Beispiel Wetter. Also das ist so ein guter Grund, wenn du jetzt irgendeine Produktion hast, wo du wetterabhängig bist und die Produktion, ich sag jetzt mal, was weiß ich, die findet sogar noch in Marokko zum Beispiel. Marokko, da hat es noch nie länger als, was weiß ich, eine Stunde geregnet und jetzt regnet es da 5 Tage, die komplette, und du kannst einfach nicht produzieren. Und alles andere läuft ja dann aus, also solche Sachen sind dann versicherbar. Aber das Produktionsrisiko musste schon, also das Versicherungsrisiko muss schon sehr genau definiert sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du jetzt alles vorbereitest, organisierst und so weiter, und dann darfst du ja eigentlich auch nicht krank werden, gell? Weil dann es verlässt sich alles komplett auf dich. Wie gesagt, das ist alles auf den Tag genau organisiert und dann. No-go. Gab es auch tatsächlich, also das war natürlich, wenn man diesen Job macht. Und da ist man halt meistens so eine One-Man-Show, klar. Dann mit der eigentlichen Arbeit. Wie gesagt, das war vorher kein Witz. Also der Entschuldigungsgrund ist der Tod. Das ist im Musikbereich auch nicht anders. Also das hört man zum Glück ja auch selten, dass dann ein Musiker eine Tournee absagt. Kann natürlich auch mal passieren, aber in der Regel, wenn man überlegt, wie viel da passiert, hört man das dann doch recht selten. Und das geht natürlich bei solchen Produktionen auch nicht. Da muss man sich irgendwie hinschleppen. Ja. So ist das. Es wäre dann bei den meisten Kunden auch tatsächlich der letzte Auftrag. Also das muss man schon so sehen. Weil ja oftmals noch viel drumherum passiert, dann sind vielleicht noch andere involviert und oder ein anderes Team ist da oder der Kunde hat noch ein Videoteam und dann kann man dann einen Tag vorher sagen. Oder so ein Charity-Event, da sind vier Sets versprochen, da geht es um sehr viel, da geht es um sehr viel Reputation. Da sind dann Firmen wie Aizo, Adobe dabei und also ich bin mir da fast sicher, das wäre der letzte Auftrag, den man bekommen hat. Du hast vergeigt, ganz klar. Ja. No go. Dann stellt sich das, glaube ich, manchmal so leicht vor, dass ein Fotograf gutes Geld verdient und dann einfach kommt und dann aus vielleicht so viel Freiheit wird. Was man nicht im Kopf hat, diese ganzen Ideen muss man erstmal haben. Das ist ja auch eine Zeit, bis ich eine Idee gefunden habe, bis ich das umgesetzt habe, die Erfahrung dahinter steckt und so weiter. Also das ist schon, ich glaube, viel, viel mehr, als man... Natürlich auch... Ne? Dass man manchmal selber der größte Feind ist, das geht mir auch manchmal, da sitze ich dann wirklich eine Woche an was dran und es kommt nichts raus aus dem Kopf. Klar, das ist bei mir genauso wie bei allen anderen auch. Also dann, und bei mir wird es dann immer schlimmer, wenn ich dann irgendwas mit Gewalt übers Knie brechen will und sage, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Das ist natürlich, da habe ich das kreative Problem wie alle anderen auch, da geht es, glaube ich, allen gleich. Dass man an irgendwas sitzt und einfach nichts Zündendes oder alles, was einem jede Idee noch schrecklicher wird. Ja, die meisten Ideen kommen in der Dusche. Das stimmt tatsächlich. Ja. Irgendwie schon, gell? Nee, da geht es mir anders, da vervollständige ich meine Ideen. Okay. Ja. Ich habe immer die meisten Ideen kurz vorm Einschlafen. Und wenn ich sie dann habe, dann kann ich in Ruhe einschlafen. Ja. Ich sehe gerade, da gibt es ganz viele Fragen im Chat. Wir haben alle durch. Ah, okay. Ah ja, genau, welche Kamera, ja. Ja, genau, die habe ich dann, ich habe aufgepasst und konnte beantworten. Ah ja, perfekt. Genau. Ja, aber da habe ich noch eine Frage. Wie viel arbeitest du mittlerweile bei solchen Shootings, die wir im ersten Teil gesehen haben, mit Mittelformat und wie viel mit APS-C? Kommt ausschließlich auf den Auftrag an. Also ausschließlich auf den Auftrag. Hier liegt ja durch Zufall meine GFX, mit der ich die Aufträge mache. Wie gesagt, früher hatte ich immer eine Rennkamera, jetzt hat ja zum Glück Fujifilm auch Mittelformat. Ich arbeite dann mit Mittelformat, wenn es die Agentur wünscht. Oder wenn es natürlich einen Sinn ergibt, klar. Also wenn ich die Auflösung brauche, dann mit Mittelformat.
Ich mache sehr viel mit APS-C, also meine Hauptkamera, die X-T4 und die GFX, wenn es die Auflösung benötigt. Ist natürlich eine Mehrarbeit und es muss natürlich auch jemand zahlen. Also natürlich auch ein großer Unterschied, wenn ich natürlich mit diesen Datenmengen handle. Also wenn ich quasi einen Auftrag habe, wo dann irgendwo die maximale Größe, wo auf irgendeiner, in irgendeinem Web irgendwas erscheint oder in irgendeinem Printmedium geht, dann arbeite ich mit der APS-C. Und wenn es die Agentur fordert, was in letzter Zeit sehr oft vorkommt, muss man auch dazu sagen, also es hat sich da auch ein bisschen verschoben, dass quasi die Pixelmenge von immer mehr Aufträgen, Agenturaufträgen gefordert wird. Also ich habe ganz oft mindestens 75 Megapixel als native Auflösung. Dann geht es natürlich ganz klar, da muss natürlich mit der Mittelformat gearbeitet werden. Und glaubst du, dass der Pixel-Trend von den Agenturen nur ist, weil sie es fordern können, oder glaubst du, dass sie die tatsächlich brauchen? Nein, also ich habe ganz viele Aufträge, die da weiß ich, wie die erschienen sind, und da hätte eine 10-Megapixel-Kamera gereicht. Ich kann es mir nicht erklären, also nicht in jedem Falle. Also manchmal wird es wirklich benötigt, klar. Gerade wenn dann noch Details vielleicht in der Post-Production verarbeitet werden, die vorher noch nicht bekannt sind, das gibt es natürlich auch, also dass irgendwo eine Ausschnittvergrößerung bedarf, weil man noch irgendein Detail zeigen will oder irgendwas, um sich quasi diese Sicherheit zu bieten. Ich kann dann da noch was rauskroppen, also auch noch nach der Post, wenn ich dann schon lang draußen bin, dass ich dann da der Auftraggeber noch was rausziehen kann. Das ist sicherlich ein Argument. Aber ich glaube, ganz oft ist so eine Art mehr Fotografenpolizei, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Ich glaube, damit schränkt die Agentur das Portfolio der sich bewerbenden Fotografen ein. Dass die sich einfach nicht damit... Das vielleicht ist auch so ein Irrglaube, der natürlich völliger Blödsinn wäre, die Qualität anhand des Equipments festzumachen. Aber mir kommt es manchmal so vor, dass da manchmal der Gedanke dahinter ist, naja, wenn der jetzt mit Mittelformat fotografiert, dann muss er ja was können, was natürlich völliger Blödsinn ist. Aber... So kommt es mir tatsächlich manchmal vor, so eine Art, ja, wie so eine Industrie- und Handelskammer oder so eine Handwerkskammer für den Schreinermeister, dass man sich halt sagt, naja, wenn der Meister ist, dann kann der sicherlich die Säge besser bedienen, als wenn es bloß ein Geselle ist, keine Ahnung. Genau, ja. Nee, den Eindruck habe ich nämlich auch, ja. Dass viele das vielleicht... Arbeiten. Also was ich an der Mittelformat natürlich schön finde, ist, das ist ein viel, also es ist tatsächlich ein anderes Arbeiten, weil es natürlich auch, es ist halt Mittelformat. Also es bringt, wie gesagt, fürs Bild wirkt sich das für mich keinesfalls aus. Also ich glaube auch nicht, dass man das bei meinen Bildern groß unterscheiden kann. Das wird jetzt vorher keiner gesehen haben. Es war vorher kunterbunt gemischt zwischen APS-C und Mittelformat. Das ist für meine Art der Fotografie nicht wichtig. Was natürlich schon Spaß macht an Mittelformat ist, dass es Mittelformat ist. Also es ist halt cooler. Um mal ein bisschen von der Professionalität wegzugehen ins Emotionale. Also es ist emotional anders zu fotografieren. Das ist ja schon, wie es mir Spaß macht mit der X-T4, wenn ich da meine Rädchen dran habe, das ist ja alles, oder die Rädchen genauer angucke, das ist ja fürs Bild völlig unwichtig, und dann sehe, wie die halt so schön gerändelt sind und nicht Kunststoff sind, sondern dann stellt man immer fest, die sind Vollmetall, und dann stellt man immer fest, oh, das ist auch nicht irgendwie jetzt gestanzt, sondern die sind gefräst und gerändelt, und das halt oder von diesen, ich weiß nicht, die Fuji fotografieren, kennen, so diese Einstellrädchen hier oben, das ist tatsächlich alles aus dem Vollen und gerändelt. Das macht, also so ein, hätte ich beinahe gesagt, so ein Oversize-Zeug macht kein anderer Kamerahersteller. Also wer seine Kamera da mal mit der Lupe anguckt, wird Sachen entdecken, die hat er da noch nicht gesehen. Oder dass, wenn ich diese Objektive habe mit den Blendenringe, dass die in den Drittel-Blendenstufen weniger hart einraschten als in den vollen Blendenstufen. Also da sind so viele feinmechanische, handwerkliche Dinge versteckt. Und das ist natürlich bei so einem tollen Mittelformat nochmal cooler. Hat aber nichts mit den Bildern zu tun. Nur emotional. Ja, aber man sieht, du beschäftigst dich auch mit deinem Arbeitsgerät. Weil für dich ist eine Kamera Arbeitsgerät. Ja, voll. Also. Ja. Also das ist tatsächlich, also als Arbeitsgerät ist bei mir einfach nur Gewichthandling.
das ist tatsächlich, warum ich die Dinger liebe, weil ich da einfach, weil die mega gut von der Arbeit für meine Arbeit sind. Aber das ist natürlich schön, dass es dann auch noch was handwerklich Tolles ist, wo man gar nicht denkt an so einem, wir sind ja da im, jetzt nicht irgendwo im Designerbereich, wir sind ja in einem Consumer-Bereich, also in einem Handwerkszeugbereich. Die Dinger müssen Bilder machen. Und dann ist schön, wenn es das halt auch noch ist. Ja, geht mir genauso. Ja, also ich ergötze mich auch immer an der Kamera und wenn die Rädchen und die Blenden so schön einrasten. Ja, voll cool, ja. Ja, das muss einfach sein. Und dass man halt dadurch die Kamera blind bedienen kann, weil wenn ich weiß, ich gehe eine Raste weiter, dann habe ich meine Einstellung so oder so. Ja. Ja, jetzt rasen wir fix auf den Feierabend zu. Jetzt, wir haben schon fast 2 Stunden rum. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal alles verdauen, Dieter, was du uns erzählt hast. Wir haben heute alle, da muss ich, glaube ich, für alle Teilnehmer mitsprechen, wieder wahnsinnig viel Neues gelernt und wie vielschichtig und unterschiedlich die Fotografie ist und wie unterschiedlich jeder an das Fotografieren rangeht. Und heute war natürlich ein super Thema mit der Beauty-Fotografie. Also es ist nicht so, dass der, in Nürnberg gab es früher so einen Fotografen, kann ich mich noch daran erinnern, in den 70ern, Anfang der 80er Jahren. Der ist immer schön mit seinem Jaguar E-Type gekommen, hat 2 Stunden fotografiert und ist dann wieder gegangen. Ja, schönes Auto. Ja, und kurze Arbeitszeit, aber die Zeiten sind vorbei. Ja, ja auch heute. Ja. Heute hat man eher eine Woche Vorbereitung, Organisation, um dann 2 Stunden fotografieren zu dürfen. Ja, genau. Ja. Ja. Aber das ist ja auch das, was im Prinzip Spaß macht. Das ist ja schon okay, wie gesagt. Schön wäre noch, wenn das Produktionsrisiko nicht da wäre. Aber so ist halt. Ich meine, das ist halt, ein Tod muss man sterben, sagt man ja so gern. Aber das ist ja in keinem Business anders. So diese schöne Jobs, wo man Geld verdient viel und aber null Risiko hat. Wird mir jetzt keiner anfallen. Die gibt es nicht mehr. Außer Sohn. Sohn ist, glaube ich, noch ein guter Job. Da bin ich bloß leider vorbeigeschrammt. Das Glück habe ich nicht. Das wäre ein Sohn, wäre ich natürlich auch gern. Aber da kann man auch in Ungnade fallen. Dann ist ja, auch schnell stimmt. Vorbei. Stimmt, wir haben ja hier in Ulm ein berühmtes Beispiel mit unserem Herrn Müller, der seinen Sohn enterbt hat. Da hat sich das auch anders vorgestellt. Ja, genau. Also ist auch kein so leichter Job. Ja. Weil ich glaube, so Väter, die richtig viel Geld haben oder so richtige Unternehmer waren, ja, da ist es auch nicht leicht, Sohn zu sein. Ja, das sind dann meistens auch, ja, genau. So sieht es auch. Das ist dann eher dann psychische Arbeit wahrscheinlich und psychische Anstrengung. Ja, genau. Gut. Dann sage ich aber vielen, vielen Dank an dich, Dieter. Bitte. Super, dass du dabei warst. Die beeindruckenden Bilder werden wir nächstes Jahr auch bei uns in der Galerie zeigen. Und ich glaube, da machen wir mal so einen richtig coolen Workshop, den wir auch zusammen mal so richtig schön lang vorbereiten. Ja. Und vielleicht auch mit unseren Kunden zusammen vorbereiten. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Ja. Also tolle Einblicke auch in den Arbeitsalltag und sehr schöne Bilder gesehen heute. Vielen Dank. Ja, eine schöne Biene gibt es hier als Avatar. Gut. Auch eine sehr schöne Makroaufnahme. Jawohl. Okay. Gut. Ich sage dann vielen, vielen Dank, Dieter. Ja, danke an euch. Es war sehr schön, dass du dabei warst. Auch vielen Dank an die zahlreichen Teilnehmer. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Also ich habe heute einiges gelernt. Ja. Ja, und schön, dass ihr sowas möglich macht. Das muss man ja euch auch mal als Feedback geben. Das ist ja auch eine tolle Sache, sowas am Leben zu halten. Und
Ihr habt normalerweise wahrscheinlich am Dienstag um 20.45 Uhr auch Gutes zu tun. Also ganz toll, auch Lob an euch für das Format. Finde ich immer schön, wenn es da Leute gibt, die sowas machen, durchziehen, dabei bleiben. Ist ja auch immer wichtig. Und es waren ja, ich glaube, jetzt heute 16 Teilnehmer, 17 Teilnehmer. Ich habe gar nicht geschaut. Ja, das ist ja so 17 bis 18 haben wir nicht. Ja. Also sehr schön von euch. Danke dafür. Ja, uns macht es ja auch Spaß. Ja, und auch so die Kommunikation mit den Kunden. Heute waren sie alle ein bisschen geblättet, muss man sagen, von den guten Aufnahmen und der vielen Arbeit, die du in deine Bilder steckst. Das hat man gemerkt und gesehen. Ja. Und dann war es ein bisschen ruhiger. Aber es hat hoffentlich allen sehr gefallen. Und was man hier liest, war von allen sehr interessant im Chat. Also, dann sage ich Tschüss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke an euch. Und so, wir gönnen uns Abend, jetzt. Schönen Abend. Genau, wir gönnen uns jetzt Feierabend. Ja. Genau. Da freue ich mich jetzt. Ich hoffe, du auch. Ja, ich freue mich da. Genau. Ich räume jetzt hier noch Studio auf, fahre heim und dann habe ich auch ein Feierabendbier. Genau, so ist es. Ja, wir trinken erst das Feierabendbier, dann räumen wir auf und fahren nach Hause. Das ist auch eigentlich die bessere Idee. Ja, genau. Das ist ja Bayern, mit einem Bier darf man ja noch fahren. Das stimmt, in Bayern, das sagt ja sogar der Innenminister. Genau, so ist es. Ich muss noch mal. Okay, fahren. Also. Tschüss. Ciao. Danke fürs Kommen. Tschüss. Tschüss. Danke.